Ach, der Haifisch ist gleich schon wieder mal am Start. Ah, ist gleich mal geschafft schon wieder. Wahnsinn, gell? Das ist immer da. Ja, das ist immer da. So, wir warten jetzt einfach noch ein bisschen auf ein paar Leute. Haifisch sagt, das ist schon das vierte Mal, dass ich meine Abos checke und gerade dann dein Livestream angekündigt wird. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Live! Wir sind live! Jawohl! Also hallo nochmal an alle. Wobei wahrscheinlich noch nicht so viele da sind. Ja, mir wird es gerade noch nicht angezeigt. Mir wird es gerade nicht angezeigt, wie viele da sind. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ja, Haifisch, ich weiß nicht, ob du bei den Jagdfreunden aktiv bist. Oder ob du die überhaupt kennst. Aber bei denen hängen wir gerade auf dem TS-Server ab. Oh, 12 Leute sind schon da. Hammermäßig. Yeah. Yes, Ant-Man, it's German, but you can always ask English questions. It's no problem. I will always take care about you English guys. So no problem there. Wir schauen es uns jetzt sowieso mal an. Je nachdem, wenn jetzt haufenweise Leute nur Englisch sprechen, dann kann es auch sein, wir verfallen ins Englische, aber jetzt schauen wir mal. Yes. Der Huttner, okay. Oh, das ist natürlich nicht so toll. Moment, das muss ich gleich mal. Ja, ist alles sehr, sehr spontan. So, jetzt soll es stimmen, hoffentlich. Swanks, hello there! The livestream will be mainly in English, in German, but you can always ask questions in English. I will always keep in touch with you English people. Jetzt mal kurz kleine Bestandsaufnahme. Wer spricht hier alles Deutsch? Oder wer ist Deutsch und wer versteht nur Englisch? Let's have a little how do we say it? Let's have a little collection of only German people, and who understands only English, please tell me in the chat right now. I just want to know how many English people are here and how many German. Michi1259. Servus und willkommen. Der Grünling, auch Deutsch. Ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist. Wenn ja, müsst ihr es mir sagen. Ich bin heute mit meinem Bruder am Start. Hallo. Wow, Bombi both. Also Deutsch und Englisch. Sehr gut, das sind mir immer die Liebsten. Sehr schön, Bombi. Wo wird heute gejagt? Das kann der Philipp, glaube ich, beantworten. Ja, also wir werden auf White Hart Island jagen, weil wir natürlich zum einen, wie ihr es ja auch schon in der Beschreibung seht, natürlich den Kaliber 50 Inline-Vorderlader zeigen wollen, der ja jetzt relativ neu im Shop erhältlich ist. Und zusätzlich haben wir ja auch noch als neues Feature die Möglichkeit, Truthähne mit Attrappen zu jagen. Ich finde es unfassbar schwer, diese englischen Worte immer dann deutsch hinzukriegen.
Ja, und deshalb ist White Hart Island eigentlich gut geeignet, weil man da natürlich sowohl große Tiere haben wie Waipiti, als auch Truthähne vorhanden sind, und ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Also wir schießen heute alles, was uns in die Kreuze und in die Schwere kommt, kann man sagen. So wird's gemacht. So, ich wechsle jetzt gleich mal hier die Bildschirm. Ich bin mal kurz weg, bin gleich wieder da, ja? Ja, ja, kein Ding. So, Freunde, ich wechsle hier mal kurz die Einstellung auf den Bildschirm. Denn ich will euch natürlich kurz diesen Vorderleiter ein bisschen näher bringen. Machen wir mal ein anderes Lied rein. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem versteht, auch wenn da Musik kommt. First of all, a whitetail freak, I understand some interested in learning some in the video. Yeah, very cool that you still are going to watch, even if it's German. And yeah, Swings. So, du er fra Norge, jeg også, jeg snakker litt norsk også. Det, jeg har vært på norsk, på Norge, så, yeah, it's not much. Es ist nicht viel norwegisch, aber ein bisschen norwegisch kann ich. Ja, wir legen los. Ihr seht ja jetzt hier auf dem Harry, übrigens, hallo und willkommen. Ihr seht ja jetzt hier den 50 Kaliber 50 Inline Vorderlader in Waldgrün. Ja. Und es gibt ein paar Spezialitäten zu dieser Waffe. Und zwar zum einen, wie ihr schon seht, ist es jetzt im Gegensatz zu dem herkömmlichen Caplock Vorderlader, der auch Kaliber 50 ist natürlich, ist der Unterschied natürlich einfach die Modernität. Also während dieser Caplock Vorderlader so eine traditionelle Waffe ist, ist der Inline Vorderlader sehr modern. Das sehen wir schon alleine an diesen Visieren, die wir hier drauf packen können. Also wir können das 2 bis 6 mal 26 mm Zielfernrohr, das ist das mit diesem hellgrünen Fadenkreuz, das können wir drauf packen. Dann können wir natürlich die ganz normalen Anschütz Zielfernrohre draufpacken, und wir können das ganz große 12x50er draufpacken. Die Aimpoint Visiere scheinen nicht zu funktionieren auf diesem Vorderlader, das ist aber nicht weiter tragisch, obwohl es eigentlich cool gewesen wäre. Und das ist natürlich das Hauptaugenmerk. Wir haben diese verschiedenen, oh, ich gehe nochmal zurück eins. Wir haben die bin wieder da. Ah, servus Philipp. Ich erkläre gerade hier die verschiedenen Munitionstypen für den modernen Vorderlader. Und zwar haben wir einmal die konischen Kugeln, Kaliber 50, und einmal die Sabot-Kugeln, Kaliber 45. Und das macht das Ganze nämlich ziemlich interessant. Denn wie ihr sehen könnt, die Kaliber 50-Kugeln sind für Großtiere wie Braunbär, Elch, Pittis, Rothirsch, Schwarzbär, verwildertes Schwein und Wildschwein natürlich. Und die kleineren Sabotkugeln, die 45er, sind eben für Kojoten, Maultierhirsch, Reh, Schwarzwedel, ja, Weißwedel. Und das macht natürlich Sinn. So, jetzt schauen wir mal. Du behältst den Chat auch im Auge, ja? Ja, ich muss mir gerade hier noch mein Handy ein bisschen einstellen. Damit du mitlesen kannst. Ja, da gibt es ja die Möglichkeit, nur den Chat anzuzeigen. Mhm. Gerade eben. Hat aber dann nicht mehr aktualisiert. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Schreibt mal irgendwas. Das Letzte, was ich lesen konnte, war ja, Deutsch. Ja, genau, das ist auch das Letzte, was ich lesen kann. Dann passt das. Ja, aber jetzt muss jemand was schreiben, damit ich sehe, ob das sich hier auch aktualisiert. Dann schreibe ich kurz was. Test. Ja, das geht. Alles klar. Okay, super. Okay, dann haben wir das auch getestet. Yo! Dann werde ich jetzt mal kurz die Einstellungen noch einmal kurz ändern auf dieses Standardbild, damit ihr jetzt das Passwort nicht hier abgreifen könnt, liebe Leute. Und dann versuche ich mal kurz nochmal deinem
Spiel zu joinen, denn der Phil ist heute der Host. Der Horst. Also wenn ich das hier richtig interpretiere, haben wir hier mehr deutsche Zuschauer. Das heißt, ja, das sieht doch gut aus. Deutsch bleiben. Ja, wir haben jetzt schon gesagt, wir haben es jetzt so angekündigt mit Deutsch, dann bleiben wir auch bei Deutsch. Wie gesagt, ich werde den englischen Leuten auf jeden Fall die Fragen auch auf Englisch beantworten. Das ist überhaupt kein Thema. So everyone who is English in the chat, I will always try to answer your questions also in English. So as soon as much as I will be able to keep up with it. So, ihr könnt sehen, wir sind auf White Hart Island. Ich hatte jetzt gleich mal ein kleines Connection-Problem. Jetzt mal gucken, ob er reinlädt. Jawohl, ich bin da. Und da ist auch das Zelt. Und jetzt kann ich nämlich die Ansicht umschalten. Zack. So, da sind wir. Moinsen, Mr. Lilly. Swissboy, Servus. Birko, hallo und willkommen. Wachtelchen, ah, dich kenne ich auch schon bei aus den Jagdfreunden, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich meine, das habe ich vorher auch gelesen, ja. Ah, der Schwungi natürlich auch. Hallo, Servus. So, hier sind wir also. Mit dem schönen Muscle Loader und dem ganzen Kladderadatsch. Drome, are you using the 50 caliber inline muscle loader today? Yes, I will. So, hier könnt ihr das gute Stück mal sehen. Ich werde es jetzt mal nachladen für euch, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Also der hat gerade gefragt, ob wir auch den Kaliber 50 Vorderlader benutzen werden. Genau. Das könnte ganz schön kompliziert werden. Ach, wir machen das. Franz, 8844, Servus. Ah, ob ich jetzt öfter Deutsch streame, ja, das kommt so drauf an. Also momentan sieht es ganz gut aus, scheint ganz gut angenommen zu werden. Sehr viele deutsche Leute hier, ja, beziehungsweise deutschsprachige. Ja, du stehst jetzt gerade voll in der Kamera drin. So. Hallo. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, das öfter zu machen. Es wird aber wahrscheinlich drauf rauslaufen, dass wir insgesamt schon öfter Englisch haben werden als Deutsch, einfach weil es... Ja, es gibt halt auch sehr viele Deutsche, die auch Englisch verstehen und deswegen ist es eigentlich ganz logisch. Ihr könnt jetzt sehen, der Phil hat schon mal das Zielfernrohr drauf. Ja. Und ich habe es nicht drauf. Kannst du nochmal nachladen, damit es die Leute sehen? Ja, dann muss ich aber im Moment kurz die anderen Patronen hier reinmachen. Leute, wie sieht's vom Sound her aus? Könnt ihr uns beide gut verstehen? Ist das alles in Ordnung? Ja, wir sind auf White Hart, Schwungi. Huch. Ja, passt. Size? Ja, hat gut ausgesehen. So, wer ist ihr? Fragt Wachtelchen. Das ist die Twin Power Action hier. Mein Zwillingsbruder und ich. Also links ist der Magnet 86 und rechts, das ist der Pratze. Also ich. Okay, Sound scheint sehr gut zu sein. Jetzt muss ich nämlich auch mal kurz nochmal ins Inventory reinschauen. Was brauchen wir denn für White Hart? Elch brauchen wir nicht. Wir brauchen aber den Kojoten. Dann ja, haben wir, genau, also. Dann haben wir Hirsche. Wir können natürlich uns das natürlich auch noch ein bisschen aufteilen. Ich habe ja das Tarnzelt dabei, also dieses Groundblind, ich weiß nicht, das Tarnzelt wahrscheinlich auf Deutsch. Ja, Tarnzelt, ja. Und die Truthahn, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Die Lockpfeife, ja, zum Lockpfeife. Lokalisieren. Richtig. Und natürlich auch den Boxcaller, weil sie auch nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Ja, den nenne ich auf Deutsch, glaube ich. Ich habe jetzt keine
keine Urinsprays dabei. Da könntest du eventuell noch was mit. Okay, also für einen Elch habe ich es dabei. Für Truthähne reicht mir, also ich bin jetzt schon bei 98%. Das heißt also für die Wapitis habe ich es dabei. Welche Caller hast du denn? Dann kann ich nämlich da noch was rausnehmen. Ich habe alle Caller. Okay, dann nehme ich einfach. Oh wow. Oh wow. Ich glaube, wir sollten uns schnellst mal ins Tarnzelt verdrücken und hier mal callen. Ich werde das natürlich auch erstmal schnell auf die richtige Munition hier wechseln. Wie weit war der weg? Hast du den. Ich habe ihn leider nicht lokalisiert, ich war nur in den Tarn. Okay, das ist jetzt. Übrigens, Dark Hunter, the stream will just. Ja, be as long as we can do it. We didn't make a fix time when to stop. Yeah, so. Exactly. Okay, dann werde ich mal hier rufen einfach, oder du auch schon, jawohl, sehr gut, ein bisschen außerhalb. Geruchsreduzierung natürlich auch mal gleich auftragen. Genau, ganz wichtig. What's your most favorite weapon in the game? Was ist meine Lieblingswaffe? Boah, that's really hard to answer. Very hard to answer. Puh, it's really hard to answer this. I have no idea. Also, you just said one time that it was the 12 gauge. Yeah, the 12 gauge pump action rifle. Yes. Also, Jerome hat gefragt, welches meine Lieblingswaffe ist. Und so, wenn ich so alles zusammen in Betracht ziehe, ist dann schon die Vorderschaft-Repetierbüchse 12 GA. Ja, ist schon meine Lieblingswaffe, muss ich schon so sagen. Sehr universell einsetzbar. Ja, also bei mir pendelt das, also bei dem. Oh, da kommt er. Soll ich den nehmen? Hast du die richtige Munition drin? Ja, habe ich. Ja, dann nimm ihn. Okay. Ja, der liegt auf jeden Fall. Okay, jetzt können wir hier unsere Attrappen abbauen, glaube ich. Ja, ich glaube es auch fast. Hast du denn noch Platz, um alles mitzunehmen? Ja, ja. Ich lade hier gerade noch nach. So. Schauen wir doch gleich mal, was wir hier haben. Beeindruckender Sound, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich das dann mal, wenn du das Ding abfeuerst, mal aus der außenstehenden Perspektive bringen kann. Also ein weiblicher Coyote mit einer Score von 40,8, das ist schon mal recht schön, muss ich sagen. Ja. Dann machen wir doch mal gleich ein schönes Bildchen. Schauen wir, dass wir den hier schnell mal zurechtgerückt kriegen. Ja. Dreht sich falsch rum. Mhm. So, vielleicht jetzt? Nö, nee, auch nicht. Ja, so geht's doch. Wunderschönes Bild, oder? So. Marcel, hi Pratze and Friend. Hi. Hallo Marcel. Parker Python würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde den richtig gut. Hat nämlich jetzt Bambi gefragt. Oder Bombi. Je nachdem. Forstheld findet den Recurve-Bogen am besten. Ja, da haben wir von dir auch schon ein paar Videos gesehen, wo du das richtig den Skill raushängst. Also hängst jetzt nicht im Sinne von Pferd, sondern, ne,
Ja, ich baue hier gerade mal die Decoys ab. Forstheld sagt, mach hier keine Kain und Abel Story. Skitty ist auch im Chat, hallo. Hallo Skitty. So. Haben wir gekichert? Ich weiß nicht. Kann sein, muss aber nicht sein. So, dann das Zelt auch noch. Schauen wir mal kurz auf die Map. Wo sind wir denn hier an dem schönen Zeltchen? Ah, relativ zentral. Gute Stelle. Ja, also... Also wir wollten aber doch noch... Mal dir mal kurz was auf, wenn du noch im... Ja, warte mal ganz... Bist. Ja, mal. Ich gehe gleich noch mal gleich rein. Ich will jetzt noch schön die... Geruchssprays mitnehmen, die noch fehlen. Das heißt also, ich kann noch mitnehmen... Schwarzwedel auf jeden Fall. Und was brauchen wir noch? Ja, also hier eher Schwarzwedel, ja. Ja gut, jetzt nehmen wir auch noch mal Weißwedel mit, wenn wir es schon am Start haben. Ja, dann halt natürlich bei Pity. Ja, habe ich. Kojotengeruchsspray gibt's ja nicht. Gibt's nicht. Ja, also wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt den neuen Inline-Vorderlader dabei, haben wir auch gerade schon geschossen. Dann habe ich die 857er Anschütz dabei und den Revolver Kaliber 4.5.4. Ja, ich glaube, den kann er empfehlen, Marcel. Er fragt nämlich, ob ihr, du den Kaliber 50 Inline-Vorderlader empfehlen kannst. Ja. Ich denke... Auf jeden Fall, also ich sag mal so, wenn man was übrig hat für solche Vorderlader, wenn man das... Andi, ja? Da ist schon Y-Pity vor uns. Oha, ist aber ein weiblicher, oder? Ja, du könntest eigentlich nochmal den Vorderlader abfeuern, ich habe jetzt gerade leider nicht die richtige Munition dafür. Ja, lad doch, hast du genug Zeit. Nein, ich hab sie nicht da. Ach, hast du nicht mal da? Ich muss das nämlich jetzt mal kurz hier... Oh, habe ich es jetzt auch nicht da, oder was? Lol, ich habe es auch nicht da. Ich weiß, woran das liegt, weil wenn man neben dem Zelt steht und dann die Munition wechselt, dann geht die Munition, die vorher drin war, zurück ins Inventar. Ja, genau. Ja, das ist irgendwie noch nicht so ganz optimal. Na gut. So, jetzt bin ich komplett 100% ausgebucht. Was meine Kapazität angeht. Ich bin bei 98. So, jetzt muss ich weg vom Zelt, wenn ich es umrüste. Oh Mann. So, das dürfte ja weit genug sein. Du kannst ja schon mal callen. Ja, wobei wir das jetzt auch nicht unbedingt... durchziehen müssen. Hier wird schon gepostet von Haifisch Fail Nummer 1. Ja, da kannst du mal schauen, wie viele da noch dazukommen. Schon mal die große Strichliste anführen. Ah, warte mal, apropos Fail und so. Ah, ich hab das Visier dabei. Sehr gut. So, sollen wir einfach hier kurz warten. Ich will es echt mal sehen, wie das aussieht, wenn du das abfeuerst. Ja, können wir machen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies... Ich will da deinen Spacko-Hut auf, ey. Ja. Ja, ich glaube, die war nervös. Achso, ja, das kann natürlich sein. Komm, wir gehen einfach los. Jetzt muss ich mir kurz die Map angucken, ja, was du gezeichnet hast. Ja, schau mal bitte nochmal auf die Map. Da habe ich jetzt zuletzt... Du hast ein Kreuzchen gesetzt. Ja, weil da die Truthähne waren. Okay. Das heißt, wir könnten eigentlich mal in die Richtung losgehen. Ich kann auch schon mal probieren. Ah, ihr wisst schon. Ja, ja, jetzt gleich geantwortet, männlich. Ja, also. Sehr gut, dann kann ich gleich hier aufbauen.
Jetzt wollen wir mal schauen. Hey, lass uns doch auf der Straße machen. Auf. Obwohl, nee, auf der Straße ist ein bisschen doof. Aber vor dem Baum hier vielleicht. Wo? Weißt du was, ich gucke jetzt trotzdem, dass ich den Boxcaller wenigstens mitkrieg. Weil das kann, weil dann kann der eine lokalisieren und der andere kann hier penetrieren oder was auch immer. Genau. Weil, hey, also ganz ehrlich, Weißwedel-Geruchsspray braucht echt kein Mensch. So, habe ich das ausgetauscht, dann passt das doch. Super, endlich wieder auf Deutsch. Ja, ich weiß, Leute, ich habe jetzt ein bisschen auf Englisch das gemacht. Aber ich muss sagen, es sind doch, also 34 Leute sind schon mal da. Also, ich werde auf jeden Fall in Zukunft auch immer mal wieder deutsche Livestreams machen. Wir müssen jetzt natürlich abschätzen, ob wir da noch 100 Meter Luftlinie haben. Ja, haben wir. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Sieht so krass aus, wenn du es aufbaust und deine Arme so zur Seite streckst. So. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass es klappt so. Ja, aber eins vergisst man nie, weil Wachtelchen schreibt, irgendwas vergisst man doch immer. Ja, dein Hunter Mate. Vielleicht hast du den auch gemeint. Nee, Hunter den Game meint er wahrscheinlich das Minigame. Ah, da ruft er doch schon wieder, guck. Passt. Ist auf jeden Fall auf dem Anmarsch. Freggy, hallo. Servus. Heifisch sagt, ich vergesse immer den Hunter Mate. Ja, klar. Regiments. Type fragt, bist du auf der Gamescom? Ja, werde ich sein. Am 16. werde ich auf der Gamescom sein. Ja, wenn es klappt, irgendwie werde ich per Facebook so ein bisschen bekannt geben, wo ich mich aufhalte, falls da Leute da sind. Aber da das Ganze so ein bisschen spontan geplant ist, kann ich euch nicht genau sagen, wo ich da wann bin. Also ich hoffe, dass ich es irgendwie auf Facebook posten kann. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest. Faustheld, ich will ja nicht motzen, aber ist das ganze Gedöns mit Decoys und Localization-Scrollern nicht extrem übertrieben, um ein paar Truthähne zu bekommen? Ich kann dir da soweit recht geben, dass man die Truthähne sehr erfolgreich jagen kann, ohne das ganze Gedöns. Das ist auf jeden Fall Fakt. Mit diesem Lockrufer kann man die Truthähne wunderbar jagen, auch ohne das Ganze hier. Allerdings finde ich, und das ist für mich auch immer noch viel wichtiger, der Hunter ist für mich einfach so eine Art erweiterte Realität. Also das, ich versetze mich da richtig rein und stelle mir vor, ich bin jetzt da im White Hart Island in Washington und bin auf der Jagd. Und wenn man sich so mal generell die Truthahnjagd anschaut, gibt es eigentlich fast gar nicht die Gelegenheit, dass Leute ohne solche Decoys jagen, also ohne solche Attrappen. Und deswegen hat es für mich einfach so einen ganz starken, ja, wie nennt man das? So eine Art Realitätsfaktor. Genau, einen starken Realitätsfaktor, und die funktionieren auch wirklich so, wie sie funktionieren sollen. Darum geht es mir hauptsächlich. Dass man die auch ohne dieses ganze Zeug jagen kann, steht absolut außer Frage. Das ging ja auch schon. Also ich meine, wie lange gibt's die Truthähne schon und wie lange kann man die schon jagen? Natürlich funktioniert das auch so. Ja, aber wie Haifisch auch schreibt, im Endeffekt bleibt es Geschmackssache. Das stimmt. Und das kann jeder für sich entscheiden. Ich finde es halt eigentlich echt cool, dass der Hunter auch auf solche Sachen Wert legt. Ja. Weil, ja, das ist einfach, das spricht für den Hunter, dass man da einfach auch die Jagdtechniken
sozusagen mit berücksichtigt. So, und ich darf nicht vergessen, diesen Lockruf immer mal wieder zu bedienen, denn, um es nochmal kurz zu erklären, es ist im Prinzip so, man kann jetzt durch diesen Lokalisator oder diesen, wie nennt man den, wie heißt der auf Deutsch, siehst du das? Turkey Locator Caller. Ja, aber wir brauchen jetzt ja nicht gleich in die Nase stecken. ja, also mit diesem... Doch, den bläst man mit der Nase. Ach so. Ich verstehe. Also mit dem, die Jagdtechnik, die ich zumindest verwende, seit es jetzt diese Attrappen gibt, ich nehme also immer ein Tarnzelt mit, die Attrappen, und da sind drei Attrappen, egal welchen Geschlechts oder egal wie man die zusammenwürfelt, ergeben einen Full Spread sozusagen, also eine volle Lock-Attraktivität. Und dementsprechend nehme ich also die Attrappen mit, ein Tarnzelt und beide Caller, also beide Lockrufe. Und ich benutze dann im Prinzip den Lokator, um zu sehen, wo sind die gerade, wo lohnt es sich, die Attrappen hinzustellen und auch das Tarnzelt. Und dann muss man eben diesen Lockrufer betätigen, den Boxcaller, um die Tiere in eine Distanz zu bringen, in der die dann auch visuell die Attrappen sehen, weil da geht es jetzt wirklich nicht, das ist kein Geruch oder kein Geräusch, sondern da geht es echt rein um Visualität. Das heißt, die Truthähne reagieren erst auf diesen, auf diese Attrappen, wenn sie die aktiv sehen. Deswegen wichtig. Übrigens, Haifisch hat ein nettes Wort dafür gefunden, Affeneulen-Lockrufer. Ja, das kam aus meinem ersten Livestream Englisch. Als die frisch rauskamen, da habe ich den zum ersten Mal benutzt und gleich hier... So, ja. Ich finde, es hört sich auch echt ein bisschen affenmäßig an. Ja, wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Also wenn jetzt zum Beispiel Skitty ist jetzt auch hier im Chat... die kann, glaube ich, der Truthahnjagd so ziemlich überhaupt gar nichts abgewinnen, und der ist es dann auch egal, ob da jetzt irgendwelche Attrappen und irgendwelche Affenlockrufe am Start sind. Das, wie gesagt, deswegen finde ich das so cool, dass der Hunter so weit aufgestellt ist. Also man kann echt von der Vogeljagd über Großwild zu Rehwild, Füchse, Kojoten, da ist einfach alles am Start. Und deswegen, ja, Geschmackssache. Apropos am Start. Tag Michi. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt noch was am Start haben mittlerweile. Am Start? Wie meinen? Naja, es gibt keine Antwort mehr. Naja, also bis vor kurzem war es noch so. Ja, geh halt ab. Oh, tu mal bitte nochmal rufen, ich habe da gerade eine Endlosschleife. Besser? Ich hoffe, dass es jetzt aufhört. Oh nee, ey. Ich habe eine Endlosschleife. Ekelhaft! Nee, es hört nicht auf. Ich muss reconnecten. Bis gleich. Okay. Oh, das ist ja ekelhaft. Ja, passiert. So, gleich sind wir wieder da. Hört ihr jetzt gar nichts mehr? Ja, die sehen jetzt, dass mein Spiel lädt, und ich gehe so lang kurz auf Toilette. Bis gleich. Tja, also wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt, dann müssen wir kurz entschuldigen. Es gab einen Bug und ja, sind aber gleich wieder da. Ja, scheint auch bekannt zu sein, Dark Hunter.
So, this seems to be a common bug, Dark Hunter. Okay, also ich hatte das noch nie. Ist bei mir jetzt zum ersten Mal passiert, beziehungsweise mir ist es ja nicht passiert, aber hat's ja eben. Oh, Dark Hunter schreibt, der hatte das auch schon mal mit dem Elchruf. Ruf, das stelle ich mir auch übel vor. Ja, was meint ihr? Ich glaube, hier kommt nichts mehr. So, und da sind wir auch schon wieder. Zum Glück höre ich jetzt Hallo. Zum Glück höre ich die Endlosschleife jetzt nicht mehr. So, gleich nochmal hier Geruchsreduzierer raushauen, obwohl das auf Truthahn eigentlich völlig egal ist. Ja, wobei die hier also tatsächlich jetzt nicht mehr ankommen. Okay, gut, dann gehen wir halt doch weiter. Ist ja kein Thema. Ja. Wobei mich das jetzt ein bisschen wundert. Also ich weiß nicht, warum der jetzt... Ja. Wobei, es ist auch so, es kann auch sein, dass es ein richtig großer war, weil wir haben ja im Status-Update auch die Info bekommen, dass die Truthähne von der AI her, also Animated Intelligence heißt das, glaube ich, wenn ich richtig informiert ja. bin, ein bisschen verändert wurden. Sprich, dass es bei den Truthähnen jetzt auch so ist, dass je besser das Core ist, desto weniger antworten die. Ja, wobei ich jetzt hier auch eine flüchtende Spur entdeckt habe. Ah, okay. Ja, stimmt, hier ist flüchtend. Ja, haben wir vielleicht einfach nicht aufgepasst. Ja. So, dann schauen wir mal, was geht im Chat. Aha, hier haben wir Apiti. Sollen wir die mal anlocken, um das Ganze mal zu testen? Ja, können wir machen. Musst du dann machen, ne? Ich habe den Caller nicht dabei. Mhm. Drome fragt, wie habe ich Englisch gelernt? How did I learn English? Well, it's quite simple. I had it as a subject in school and also I have friends that are English spoken and live in Germany. So I also was in America for 3 months and after that I was in Norway for 1 year and there I also got in touch with American English and British English friends, so I had a lot of practice talking. Also ich habe gerade erklärt, wie ich zu meinem Englisch gekommen bin. Eigentlich durch Freunde, die Englisch sprechen. Im gröbsten Sinne. Ja. Also und natürlich auch Schule, ist ja ganz klar. Sollen wir jetzt einfach mal hier warten, bis die Wapiti-Kuh rankommt? Ja, also die müsste jetzt relativ... Ich versuche mich mal so zu positionieren, dass ich das ziemlich gut sehen kann, wenn du dann Schuss feuerst. Mhm. So, am besten ein bisschen so versetzt hinter dir. Irgendwie so. Jawohl, Haifisch, ich genieße ein Schlückchen Wein.
43 Zuschauer ist echt der Wahnsinn. Also ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht. Da hinten kommt sie übrigens. Ich sehe sie noch nicht. Ja, die ist noch ein bisschen weg. Ja, du guckst ein bisschen weiter links, musst gucken. Kann aber sein, dass da Bäume dazwischen sind für dich. Ja, ja. Wie lange streamen wir ungefähr? Wir wissen es nicht genau. Also je nachdem, nach Lust und Laune und Zeit. Wird sich dann spontan ergeben. Wir sagen aber natürlich dann Bescheid. Also es wird nicht so sein, dass der Stream einfach abbricht. Doch, zack, wir machen jetzt aus und dann ist einfach schwarzer Bildschirm. Siehst du jetzt? Ne. Soll ich es mal markieren? Ah, die, ja, siehst, markieren. Die siehst du jetzt eh gleich. Na, jetzt habe ich es markiert. Kenneth! Ja, ich sehe es. Okay. Der Fisch heute in grün. So, so. Bist du drauf? Ja. Ja, doch. Okay. Warte mal kurz. Ich zoome das da doch so ein bisschen so rein. Ja, doch, jetzt kann ich. So, Freunde. Oh, muss nachladen. Fail Nummer 2. Ich bin mal gespannt, ob die abspringt. Natürlich. Lad, komm schon, mach! Lade nach! Ja, Broadside. Oh, komm, mach schon hin. Jetzt! Boah, die rennt. Also, Premium-Schuss war das jetzt nicht. Es kann sein, dass ich. Dass ich zu nah an dem Baum war. Meinst echt? Aber der hat, ja. hat angezeigt, dass du auf ein Papiertee geschossen hast. Komm, sag jetzt bitte nicht, dass also, da kein Blut ist. Na, da ist kein Blut. Ja, ich würde mal sagen. Haben die Bäume solche Hixen? Hixen? Hitboxen, ja. Ja, haben ja, die, ja das war bestimmt so, ja. Na toll. Das ist immer wieder schön. Naja, egal. Ja, da steht schon, Fail 2. Fail 3, sagt der Haifisch. 3. Ja, stimmt auch. Stimmt auch, ja. Achso, der Caller war auch schon ein Fail, dafür konnte ich aber nichts. Na nein, erstmal war Fail, dass ich nachladen musste und dann, dass ich also, gebrochen habe. Ja, stimmt. Ne, jetzt sagt er schon Fail 4. Ja, wie jetzt? Egal. Ja, Haifisch, jetzt hast du aber Fail 1. Also 4 waren es jetzt nicht. Ja gut, wahrscheinlich denkt er, das mit dem Caller war jetzt auch noch ein Fail. So, sag mal an, wo gehen wir jetzt hin? Nachdem du deine Statistik jetzt schon mal richtig schön versaut hast. Oh Mann. Ich erinnere mich nicht daran. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen zu einem der Hochsitze. Ja, dann sag mal an auf der Map. Wenn du nichts dagegen hast, ich hab's markiert. Ich seh nix. Ich denk mal der hier, oder? Ja. Der linke, ja. Passt. Ja, liebe Freunde. Ärgerlich. Schwungi, netter Hintergrund. Was meinst du damit? Leute im Stream, ist echt unfassbar. Sarah Kext from Brazil. Welcome to the stream. As you can see or hear, I'm streaming in German. But if you ask questions in English, I will always read it and also answer to it. So, no problems there. Joker, willkommen.
Fail Counter activated. Ja, apropos, bevor wir hier in weitere Fails reinrennen, tue ich mal die anderen Waffen nachladen. So. Aber da vorne sehe ich was. Moment mal. Aha. Ist da was? Ein Vipiti. Aber ein Weibchen. Könnte sogar die von eben sein. Dann könnten wir uns rächen. Ja, warum nicht? Also ich habe ja bis jetzt noch nichts gut zu machen. Oh, ein Schwarzwedel, das haben wir auch in der Richtung. Würde ich sagen, gehen wir lieber auf den. Hast du ihn jetzt gesehen, oder was? Nein, ich habe einen Call bekommen. Ich nicht. Also einen Ruf gehört. Wird sich wahrscheinlich gleich einstellen hier. Dark Hunter, Dutch hier. Oh, welcome. Do you understand German? Verstehst du Deutsch oder muss ich mit dir Englisch reden? Do I have to talk in English to you? Oh, jetzt geht's los. Oh ja, ich sehe da vorne was. Und zwar haben wir hier einen Peabod. Oh nice! Oh, wie geil! Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind, ey. Den will ich. Ja, den darfst du schießen. Warte mal, range den mal, dann können wir vielleicht sogar das Tanzzelt aufstellen. Wobei 150 Meter. Ja, das müsste eigentlich passen. Okay, stelle ich das jetzt hier einfach auf die Straße? Ja, mach. Jawohl! Nein, der springt nicht. Vertraue dem großen Pratze. Ja, ja. Das habe übrigens nicht ich erfunden, das mit dem großen Pratze. So, jetzt natürlich gleich mal, als Erinnerung, damit es keine Fails gibt, Munition wechseln für den Vorderlader. Komm mal ins Zelt hier. Wo bist denn du? Ach da. Das muss ich jetzt erstmal außerhalb nachladen, ja. Ja klar. Sotze, Weidmanns Heil alle zusammen. Ja, vielen Dank. Silmenor, guten Abend. Ja, komm, Forstheld, jetzt halt mal die Backen hier. Von wegen, dass ich immer so ein Glück hab. Guck mal deine Videos an, ja. Oh, da ist was ganz nah. Oder bist du das, der Geräusche macht? Das bin ich. Ja, da, was soll das jetzt? Ja, ich möchte hier in die Richtung. Ach so, ich verstehe. Damit wir da auch eine Breitzeit bekommen. Jetzt lass mich dann erstmal beobachten für die Zuschauer hier. So. Sonderlich groß ist er ja nicht, da kann der andere mehr, aber das ist mir relativ egal. Boah, hey, muss das jetzt sein, dass mich jetzt irgendeiner anstupst aus dem Forum, Teamspeak? Das unterbricht hier so ein bisschen die Aufnahme, also bitte unterlassen Sie das. So, jetzt sind wir wieder da. Das sieht echt cool aus. Ja, das sieht richtig cool aus. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen wegen meiner Facecam, aber er sagt hier 35 bis 115 bei dem Checken. Jetzt schauen wir uns mal noch den anderen an. Na, komm schon. 60 bis 140, ja, so viel gibt es sich jetzt auch nicht. Die Frage ist jetzt nur, Phil, ja, wollen wir echt warten, bis der hier hochgekrochen kommt? Ich glaube nämlich nicht. Ich sollte, glaube ich, echt jetzt dann mal zum Schuss kommen. Ja, ja? Wenn du nichts dagegen hast, würde ich im gleichen Atemzug versuchen, den anderen zu schießen. Da habe ich nichts dagegen. Du hast natürlich Vorrang in dem Fall. Ja. Bist du gut drauf? Ja. Okay, also 3, 2, 1. Jawohl, meiner liegt im Knall. Deiner rennt noch. Er war auch ein bisschen weiter weg. Ja.
Also dann ist die Frage, ob es funktioniert. Müssen wir jetzt halt mal gucken, ob es da vielleicht Einbußen gibt. Oh, was für ein Sound. Das ist keine Kuh, Haifisch. Sieht zwar so aus, aber einen Euter habe ich jetzt nicht erkennen können. Ich weiß nicht, wer das war im Teamspeak. Ist auch nicht so schlimm. Wird schon nicht mehr vorkommen. So, ja, dann schauen wir doch mal. Dann, ja. Schauen wir uns meinen Erfolg und deinen Fail an, würde ich sagen. Ja, Moment mal. Ich muss ein bisschen Zielwasser nachkippen. Moment. Wisst ihr irgendwas über eine maximale Schussdistanz mit dem Gewehr? Dem Vorderlader? Ich meine, also letzten Livestream hat jemand berichtet, dass er aus 90 Meter einem Schwarzbären einen Lungenschuss angetragen hat. Also das hört sich für mich ganz ordentlich an. 90 Meter sind da schon, ja, recht sportlich, würde ich sagen. Mhm. Boah, hey, was habt ihr eigentlich für Usernames? Jetzt mal ganz ohne Witz. Lobo. Guten Abend. Vielen Dank, Weidmanns Dank, liebe Leute. Hey, da kommt gerade eine Wapiti-Kuh angetrabt. Vielleicht willst du nochmal auf die andere Mission wechseln. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt probieren wir das nochmal. Joker meint gerade, dass 100 Meter sind. Also in dem Fall war also, der tatsächlich zu weit weg. Ja, wird man dann sehen. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall einen Versuch starten, den auch nochmal zu tracken. Falls es so ist, Haifisch, kannst du gerne noch einen Fail dazu schreiben. Oh, die haut ab. Ja. Apropos Fail dazu schreiben. So, also dann wird man den hier mal zelebrieren. 74er Score, naja. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Linke Lunge. Und es ist ein Bock und keine Kuh. Ich weiß natürlich, Kuh war auf was anderes bezogen. So, ja, du sitzt schon ganz okay so. Vielleicht noch ein Stück weiter nach vorne und in die Hocke. Ja, so ist gut. Oh, liebe Leute. Ist das nicht einfach nur hammermäßig? Guckt euch dieses Tier an. Sieht schon gigantisch aus. Warte mal, aber das... Ich will das echt... Also jetzt müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Ich will das echt gut hinkriegen. Soweit ich weiß, sind die auch immer wieder ein bisschen von... Schecke zu Schecke können die ein bisschen variieren, was ich echt richtig cool finde. Daran sieht man halt auch echt, dass sich das Entwicklerteam da richtig Mühe gibt. Ja, ich glaube, das Bild wird ganz gut so. Wobei, ich meine, es wäre ein Ochse. Hi, Wright, the Hunter. As this is a German livestream, we won't talk English all the whole time. But if you have some questions in English, we can answer them. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ja, so nehmen wir das jetzt mal. Ja, liebe Freunde. Ach ja. Das freut mich jetzt richtig, richtig stark. Im Livestream einen Schecke. Schecken. So, jetzt gucken wir mal nach deinem Meisterschuss. Ja. Da
Das müsste ein bisschen weiter rechts versetzt, da vorne, glaube ich, oder? Mhm. Moment mal, ich sehe da oben was. Okay, also Körperblut. Ah, okay. Ja, ich meine, also immerhin. Hallo, kennst du mich? Willkommen. Ich kenne dich nicht. Aber vor allem dieses Giftgrün, das ist echt augenkrebsfördernd. Raid the Hunter, why? If this is referring to why we are streaming in German, it's just because there is a lot of German people also following me, and some of them simply cannot understand English very well, so that's why we decided to also spice it up with some German streaming. Was machen wir jetzt, Philipp? Tja, das ist die Frage, ich überlege gerade. Das ist aber ein Weibchen, also ich weiß nicht. Wir holen uns erstmal den Schwarzwedelhirsch. Ja, schauen wir mal. Ja, kennst du mich? Ich weiß nicht. Kann sein, dass wir uns mal über E-Zigaretten unterhalten haben, aber das habe ich auch schon mittlerweile mit mehreren, deswegen bin ich ganz sicher. bin aber momentan gerade ohne Liquid, deswegen muss ich darauf verzichten momentan. Der ist ja noch ganz schön weit gekommen. Ja. Ich meine, spätestens wenn wir den einsammeln, werden wir das sehen, aus welcher Entfernung der erste Schuss angetragen wurde. Thanks, Raid the Hunter. I'm very glad you don't mind. Mal, was war denn da links gerade? Ich glaube, da flüchtet ein Truthahn. Ja. Boah, das war sogar ein männlicher. Shit. Tja. Vielleicht tun wir mal wieder schleichen. War das jetzt auch ein Fail? Nee, ach komm. (lacht) 50 Viewers? Echt? Bei mir werden 39 Wahnsinn. Angezeigt. Komm, Haifisch, jetzt sei nicht so streng. Oh, jetzt ruft er wieder, Philipp. Mhm. Oder ein anderer wahrscheinlich. Direkt vor uns. Sollen wir es machen? Ich meine, ja, klar. Der Schwarzwedel läuft uns ja eigentlich nicht davon. Wir müssen aber gucken, dass wir hier ein bisschen... einen Überblick kriegen. Ich glaube, jetzt hier Tanzzelt aufstellen und Attrappen macht, glaube ich, keinen Sinn jetzt erstmal. Nee, also wenn, dann höchstens nur die Attrappen, aber die Frage ist eher, ob das ein Einzelner ist. Oh, da liegt ja der Bock. Ja, praktisch. Und da unten ist der Truthahn. Okay, der eine kann schon mal nix und der andere ist... Oh, drei! Hey, soll mal irgendwie nach hinten abweichen? Komm, ich nehme den kurz auf, den Bock. Machen wir jetzt kein großes Gezauder. Schauen wir mal kurz die Distanz. 80,2 Meter, also da gibt's keine Entschuldigung. Score 95er Score. Ja, passt doch. Alles gut. Also, wie setzen wir's auf? Wir werden uns erstmal nach hinten bewegen, oder? Aufs freie Feld, zum da wo der Ansitz ist, oder? Ja, wir können aber auch hier, sag ich jetzt mal, die Decoys aufstellen und dann
ein Stück weiter nach hinten gehen, dann haben wir sie eigentlich auch recht gut. Ja, aber dann kann man aber das Tanzfeld nicht aufbauen. Ja gut, wir können uns aber auch hinlegen. Und ich weiß nicht, hast du eine... Ich habe eine Armbrust dabei. 10 Pfünder am Start. Ja, weil ich habe eine... Ja genau, komm, dann stell das hier auf. Pass auf. Und zwar hier, wo ich jetzt hinlaufe. Und da hinten gibt's da so eine, da geht auch das Gelände ansteigend. Ja, machen wir hier so, ja, hier. Könnt jetzt auch mal zugucken, wie der das hier aufbaut. Ist eine Vogelscheuche. Ich muss natürlich ehrlich sagen, dass die Attrappen schöner aussehen als die echten. Ja, das stimmt allerdings. So, immer weiter callen. Jawohl, die sind noch am Haken. Ich glaube, hier können wir eigentlich ganz gut bleiben. Können wir uns hier ein bisschen verschanzen? Ja, vielleicht so da an dem Baum, seitlich, genauso wie du das machst. Schau mal kurz die Distanz. Ja, das ist perfekt, da haben wir jetzt 27 Meter zu den Attrappen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, ob ich mich sogar hinlegen kann. Ja, das funktioniert auch noch. Das müsste bei dir auch gehen. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Rufen auch. Ich versuche gerade nochmals den Chat zu beobachten. Hat irgendjemand Lag-Probleme oder was ist gerade hier die Diskussion? Achso, Haifisch sagt, dass das Streamen nicht möglich ist. Ja, da kommt es halt auf die Upload-Geschwindigkeit an, vor allem. Das ist da der kritische Punkt. Da ist schon der erste. Den könntest du eigentlich gleich mit der Armbrust nehmen. Oh, die muss ich erstmal ausrüsten. Momentchen. Schönes Bild. Was hast du gesagt, was die Entfernung war jetzt? 27 Meter ganz genau zu den Decoys. Also der ist jetzt gerade bei 18 Meter. Dann werden wir den gleich mal wegsnacken hier. Der sieht uns. Ja, ich... Schnell. Vorsicht. Okay. Oh, da ist was abgesprungen. Macht aber nichts. Ich glaube, die haben nichts mitgekriegt, oder? Ich hoff's. Aber es war ein guter Schuss. Der eine hat nämlich gerade noch gerufen. Gleich mal nochmal nachladen. Wir machen es halt echt spannend. Aber guter Schuss. Ja, nimm doch mal den Locator Caller zur Hand. Mhm. Dann wird man es schnell rausfinden, hoffentlich. Da kommt er doch schon. Ich sehe auch schon wieder einen, ja. Oh. Der weiß gerade nicht, ob er flattern soll oder nicht mit seiner Schwanzfeder. Was hast denn du am Start bogenmäßig? Kein Bogen. Ah, okay. Soll ich dann schießen oder wie machen wir das? Ja, wenn jetzt gleich noch der dritte dazu kommt. Den dritten kannst dann du nehmen. Ja. Da mache ich den auch noch kurz. Auf was ist der jetzt? Boah, da wird der jetzt richtig gebalzt hier. Na, guck mal, hier aber ja. Guck mal. 29 Meter. Sauberer Schuss. Zack. Wunderbar. Haifisch sagt wieder Leuchtspurpfeilverschwendung. So ein Quatsch.
Freunde, wenn ich das für euch das ist niemals eine Verschwendung. Die sind zwar bockteuer, die Dinger, aber drauf geschissen, das sieht gut aus. Kennep. Ja, Haifisch, das kann ich nur genauso bestätigen. Übrigens, du kannst gerne, Haifisch, ich ermuntere dich dazu, einen Link zu deinem YouTube-Kanal posten. Ist ja auch ein deutscher Livestream und du machst ja mittlerweile... Oh, da kommt der Nächste. Komm, den gucken wir mal ein bisschen zu, wie er rumballst. Mhm. Kannst gerne einen Link posten, weil du machst ja mittlerweile hauptsächlich noch... Sieht er uns? Oh, der sieht uns, glaub... Nee, der sieht uns nicht. Der macht jetzt Show. Die neuen Animationen sind echt cool. Mhm. Von mir zittert er ein bisschen. Das kann aber sein, weil ich nicht der Host bin. Aber es sieht ganz gut aus trotzdem so jetzt. Also ich frage dann jetzt mal den Schuss an. Mit welcher Waffe? Ja, hat sich erübrigt. Mit der Blaser. Jawohl. Wunderschön. Alle drei erwischt. Was? Wir können trotzdem noch mal kurz da bleiben, vielleicht kommt noch einer. Ich werde jetzt im gleichen Zuge auch noch mal kurz. Nein, das war ein Witz. Ja, ich werde aber noch hier kurz, wenn wir schon dabei sind, ganz wichtig. Den Link zu Fabis YouTube-Kanal auch noch posten. Das wäre wichtig. Hier geht's zu Fabis Kanal. Der ist ja auch ganz oft dabei und mit dem habe ich schon viele schöne Jagden erlebt. Deswegen ist es mir wichtig, den hier jetzt auch nochmal hervorzuheben. So, dann können wir erstmal einsammeln, würde ich sagen. Ja, der Forstheld soll ruhig auch. Jawohl, natürlich, Forstheld, hau rein. Auch ein sehr guter YouTube-Kanal, was der Hunter angeht. Aber bitte nur draufklicken, abonnieren und dann gleich wieder zurückkommen zum Stream, ne? Nicht hängen bleiben jetzt. Also der erste hat schon mal 43er Score. Das war meiner. Das war vielleicht sogar der erste Vogel, den wir geschossen haben. Ich mache jetzt mal einfach so ein großflächiges Gruppenbild. Ich stelle mich selber mal noch hier so hin. Ja, so. Man muss einfach immer wieder sagen, White Hart Island ist landschaftstechnisch immer noch ganz weit vorne dabei. Auf jeden Fall, würde ich auch so sehen. Ach, der Forstheld ist am Jagen. Ja, dann kann vielleicht der Haifisch für ihn kurz den Link teilen. Wäre mir wichtig. 43, wieder ähnliches Score. Das war auch der von mir. Machen wir jetzt mal kein Bild. Und jetzt kommt deiner. 40, also die waren echt alle ziemlich nah beieinander. Mhm. Ja. Aber ich finde, hat sich gelohnt. War echt cool, sie hier zu schießen. Oh, Geruchsreduzierer ist abgelaufen. Gleich wieder nachlegen. Stinker. Ja gut, dann baue ich die mal ab. So, und da wird der Link von Forstheld gleich getrippelt. Jawohl, so muss es sein. ich werde übrigens das Video natürlich auch noch hochladen auf YouTube und dann werde ich eure, also Fabi, Haifisch und den Forstheld da auch nochmal mit reinpacken in die Beschreibung. Also wenn ihr es jetzt auf YouTube seht, könnt ihr die Links in der Beschreibung finden. So. Zurück zur Jagd. Philipp, was machen wir? Jetzt wird gerade für mich die Soundqualität ziemlich schlecht. Ich höre dich fast nicht. Ja, aber bei mir ist noch alles gut. Okay. Jetzt auch wieder bei mir. Okay. Ja, ich würde sagen, wir können in Richtung
zu dem Ansitz rechts gehen. Ansitz rechts, also der hier. Da oberhalb vom See, nördlich vom See. Ja, genau. Genau, da gibt es eigentlich auch Truthähne, wenn man Glück hat. Übrigens, der Wettbewerb für Wapiti und Weißwedel mit dem Vorderlader, mit dem neuen, der läuft ja immer noch. Der läuft bis zum 1., glaube ich. Das heißt, wenn ich noch einen schönen Wapiti und einen schönen Weißwedel strecken sollte, dann kann ich mich da noch ein bisschen verbessern. Also beim Wapiti liege ich da momentan bei einer Score von 316 und beim Weißwedel auf 109. Also beim Weißwedel könnte man relativ easy was rausholen. Beim Wapiti ist es doch schon ein bisschen sportlicher, glaube ich. Ja. Aber man weiß natürlich nie, was einem vor die Flinte läuft. Überhol mich mal. Ich finde es irgendwie schöner für den Stream, wenn du vor mir läufst. Mit deinem grünen Arsch. Weißt du, aber der Forstheld, ja, der ist ja auch permanent auf der Pirsch, ja, weil der kann ja nicht mal 2 Minuten seine Jagden unterbrechen, weil der muss ja hasseln. Der muss ja wirklich in jedem Video irgendwelche raren und großen Tiere zeigen, ja, das ist einfach unglaublich. Also wenn ich mir die Hunterscore von dem angucke, neben meiner, da bin ich ja echt ein Armutszeugnis. Ja, das macht man nicht mal so nebenher. Ja doch, anscheinend schon. Ja gut, er guckt den Stream, ja. Deswegen freue ich mich gerade so megamäßig über den Checken jetzt. Ist echt seit sehr langem mal wieder was Besonderes sozusagen. Ja, ich hatte es jetzt auch schon lange nicht mehr. Weil ich habe mal einen melanistischen Schwarzwedelhirsch geschossen. Auch schon ewig her. War sogar noch vor True Rack. Wenn ich es richtig weiß. Da drüben haben wir eine Spur. Also hier wird gerade diskutiert über die Verwendung vom Geruchsreduzierer, ob ich das richtig lese. Ja, stimmt. Ja, da muss einfach jeder für sich selber im Endeffekt rausfinden, wie er den verwenden will. Also ich benutze den recht gerne. Wobei ich schon. Gibt einem einfach ein sicheres Gefühl, gell? Ja, wobei, also man kann schon ab und zu mal, mache ich auch ab und zu, mal bewusst darauf zu verzichten, um das Ganze mal ein bisschen schwieriger zu gestalten. Wobei ich sagen muss, der Geruchsreduzierer, der bringt es eigentlich erst auf die ganz nahe Distanz. Und so weit lasse ich es relativ selten kommen, deswegen, ja, eigentlich benutze ich den viel zu oft. Aber jetzt, vor allem im Livestream, will ich jetzt nicht auf den Geruchsreduzierer verzichten, weil da ist man um jede Action froh. Ist ja ungeschnitten hier. Ja, das wäre jetzt schon nochmal cool, wenn man noch mal Pittis über den Weg Forstheld sagt, Lester Mäuler. Ja, wir sind nur neidisch, Forstheld. Alles gut. Also gegen Kojoten hätte ich jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. Mhm.
Weißt du eigentlich gerade auswendig, ob der, nee, der 445er Revolver ist für Kojoten nicht in Ordnung, ne? Das wäre auch ein bisschen krass. Nee, der 43er. 43er? Ja. Was soll denn das sein? Es gibt doch noch den kleinen Revolver. Oh, Bock. Weißwedel, jawoll. Aha. Komm, stell gleich mal ein Tanzzelt auf. Okay. Jetzt hätte ich natürlich doch das Geruchsspray gern dabei. Aber egal. So, gleich mal Munition umrüsten. Boah, wie ich immer dran denke, oder? Das ist doch total OP. Und ich würde den gerne ohne Zielfernrohr schießen. Das wäre mir auch ein Anliegen. Hier nochmal für euch die Nachladeanimation. Auf Kojoten geht fast alles, ja, das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass der El Toro auf Kojoten geht. Der mit dem krassen Nickname SSJ4 Lobo fragt gerade, ob wir schon mal versucht haben, auf alle Hilfsmittel zu verzichten. Also da gebe ich ganz gern offen zu, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also er meint jetzt auf wirklich alle? Ja, Hand, also praktisch auf hart erwürgen drücken. Oder? Nee, ich denke mal so praktisch auf hart drücken, sodass du nicht den Huntermate siehst. Und dann halt nur Fernglas und Waffe. Und auch hier in den Optionen wahrscheinlich komplett alles ausmachen. Also ihr seht ja hier bei Optionen gibt es jetzt hier noch einen Unterpunkt Interaktion und da kann man jetzt zum Beispiel automatisches Nachladen, das habe ich übrigens immer aus, finde ich ultra nervig, wenn der automatisch nachlädt. Ja, dann Sichtungsinformation und so weiter. Komm mal zu mir. Ja. Ja. Hast du gerade das Weibchen gehört? Ja, hab ich. Ja. Lieber Bruder. Also ich denke mal, er meint dann wirklich auch auf die Spuren, die kann man dann nämlich auch ausschalten, dass man diese farbigen Spurenmarkierungen sieht. Doch, Forstel, es gibt, glaube ich, ein Let's Play, wo jemand auf alles verzichtet. Also ich kenne das von Billy the Crayon. Ist aber allerdings auf Englisch. Ja, oben links kommt schon was. Und es ist wie bei... Also ein Schwarzwedel. Weibchen. Im Weißwedelbox sieht man noch nichts. Okay. Ja, ruf trotzdem mal noch weiter von hier aus, glaube ich. Weil. Also selbst wenn er jetzt nicht auf eine Breitseite rankommt, ist es mir doch noch lieber. Ah, John Myers hat es auch mal gemacht, stimmt. Übrigens, von John Myers könnt ihr auch mal einen Link posten. Der macht ja, ich weiß nicht, ob er mittlerweile noch so viel der Hunter macht, aber der war auch auf jeden Fall einer der Urgesteine. Da. Oh, da kommt er. Also nicht der John Myers, sondern der Bock. So. Attenzione. Wow. Hey, das wird auf jeden Fall eine Verbesserung. Der liegt im Knall. Bam! Oh, der sieht richtig gut aus, jetzt mal ohne Scheiß. Dürfte er auch gern spekulieren über die Score. Finde ich immer ganz witzig, bevor wir den jetzt einsammeln. Ja! Ich bin nämlich mittlerweile schon voll aus der Top 20 rausgefallen bei dem Wettbewerb. Da kann ich vielleicht mal dein, hier... Tanzelt da Zammerfalte.
Ja, aber ich möchte erstmal das Geweih angucken. Wow, das sieht richtig stark aus. Ich warte mal noch mit dem Bestätigen, bis die Leute hier mal anfangen zu schätzen. Kenneth meint 160. Ich gehe sogar rechts nah ran, damit ihr es genau euch angucken könnt. Silmenor sagt 135. Brüllmücke, danke für den Link zu John Mayer. John Mayers. Den werde ich natürlich auch noch mit reinpacken. Hat er geheiratet? Ja, aber ich glaube schon, dass er immer mal wieder noch The Hunter spielt. Ich meine, der war ja wirklich einer. Ich glaube, so viele Videos von The Hunter wie er hat, glaube ich, keiner auf YouTube. So, jetzt kommen hier mal die Score Vorstellungen rein. Haifisch, also warte mal, wir fangen mal vorne an. Wer hat zuerst gepostet? Okay. Kenneth 160, Silmenor 135, Haifisch 155, Joker 150, Orchestrator 174, Dark Hunter 165, Kennst du mich 163, Forstheld 134, oh, der ist bestimmt viel wert, der hat Erfahrung, der Junge. Franz 169, Brüllmücke 173, ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn das stimmt. Möllnir 142, Forstheld nochmal, hat sich korrigiert auf 152 und Charlie auf 165. So, dann wollen wir doch mal schauen. Halt, ich mache auch noch einen Tipp. Aha. Okay, der Magnet sagt 147. Schauen wir doch mal. 150! Boah, wow, Forstheld mal wieder. Aber der Joker hat's einfach gerockt. Joker hat's gerockt. Ja. Haifisch war auch nah dran. Was kriegt der jetzt? Applaus? Oder gibt's dafür irgendwas? Mal schauen, vielleicht überlege ich mir da noch was. Aber erstmal Applaus auf jeden Fall. So, das muss reichen. Halt von mir auch noch einer. Ah, ja. Gut. So, wir sind mittlerweile Position 46. Naja, gut, das. Ja. Aber immerhin, ich sag mal. Muss man immer positiv sehen. Wenn wir jetzt noch einen 400er Wapiti schießen, ne? Dann sind wir schon im Geschäft. Ja. Ah, aber das echt stattliches Geweih. Das ist schon stattlich, ja. Auf jeden Fall besser als so der übliche Weißwedel, der einem so über den Weg läuft. Würde ich mal sagen. Boah, Haifisch ist auf Platz 3, oder was? Wow. Krasser Scheiß. Okay, weiter geht's, oder? Jo. Geh du mal wieder vor. Hm? Ich kann mich noch erinnern, damals, als auf White Hart Island noch die Maultierhirsche unterwegs waren. Das ist schon länger her. Da war das da vorne immer ein sehr guter Spot. Ja, stimmt. Da geht's das so links um die Ecke und dann ist da so ein großes Feld und davor steht dann der Ansitz. Genau. Ach so, Haifisch im Schätzen. Na ja, gut. Das. Also hier scheint auch noch ein Schwarzwedel ja. Abgesprungen zu sein. Ich hab's auch gerade gesehen. Zufälligerweise in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall, der Joker hat es mal richtig rausgehauen und der Forstheld war auch recht nah dran. Ja, aber auch erst auf den zweiten Versuch. Ja. Also ich finde mittlerweile immer noch Wapitis am schwersten zu benennen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wobei man 300er schon erkennen kann. Also ob der jetzt in die 300er Riege reinpasst. Ja, das schon. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Livestream hatte ich direkt hintereinander zwei Wapitis geschossen. Und der eine hatte von der reinen Größe vom Geweih, war ziemlich klein. Relativ klein, sag ich jetzt mal. Aber der hatte halt ganz hinten an der Sprosse, oder die letzten Sprossen, diese Kronensprossen, hatte der halt zwei Stück dran. Und läuft gerade gegen den Baum. Oh. Oh. Jetzt hat man gerade. Nee. Es war gerade nur Lag. Kann ich nie tun. Es war nur Lag. Wow. Lag. Ja, ich habe gerade ein bisschen Lag. Schon. Ja, man hört dich jetzt so ein bisschen alienmäßig. Boah, hoffentlich kackt die Sitzung jetzt nicht ab. Ja, jetzt scheint es wieder zu gehen. Boah, du hast gerade voll Lag. Was geht ab? Liegt es an mir? Ja. Gar nichts. Keine Ahnung. Das gibt sich bestimmt gleich wieder. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall einen Call von einem weiblichen Truthahn bekommen. Ja, habe ich auch. Da rechts. Habe ich auch. Leute, ihr haltet uns auf dem Laufenden, was die Qualität vom Stream betrifft. Ja, genau. Da möchte ich drum bitten. Aber jetzt scheint gerade wieder alles okay zu sein. Ja, scheint wieder stabil zu sein. Der Sven sagt, ich gehe lieber schön auf Rothirsch, der Lockrufer ist so genial. Ja, der ist echt cool. Ja, der ist cool, ja. Und der Stream scheint okay zu sein. Sieht gut aus, sehr wohl. Kasima, hallo und willkommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ist Kitty eigentlich noch da? Weiß nicht. Aber ich glaube, wenn, dann hätte sie sich vorher schon gemeldet zum Thema Truthähne. Wahrscheinlich ist sie genau deswegen nicht mehr da, weil ich finde das echt nicht so spannend. Okay. Forstheld sagt gerade, im englischen Forum gab es einen Thread, in dem man Scores schätzen musste. Ist eine gute Übung, ja? Okay, wenn du da mitgemacht hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal im Vorteil. Oh. Jetzt bin ich tatsächlich gegen Baum gelaufen. Ja. Sieht man schon was? Nee. Scheint ja auch ein einzelnes Weibchen zu sein. Eine Henne, nennt man die Hennen? Ja. Soweit ich weiß, schon. Nach wie vor einfach genial, der Sound. Oh. Sehr nahe. Ich will mal den 10-Finder nachladen. Mhm. Also nochmal zur Erklärung, 10-Finder ist der Spitzname dieser Waffe, wegen 10-Point. Hat der Phil erfunden. Ja, ich weiß auch nicht mehr warum, aber... Ah, da sind doch auf jeden Fall schon mal zwei. Sind aber beides Weibchen, glaube ich. Ja. Dark Hunter
two arrows left. Be careful to not do another fail. Yes, but I think in the inventory I have plenty more. So, and I'm not planning to fail. Kannst du es mal rangen? Können wir mal einen relativ langen Schuss probieren? Ja, wir könnten dann aber auch gleich, weil die ja relativ nah beieinander sind, die auf einmal erlegen, oder? Ja, aber wenn du jetzt mit der Schrottgun, also mit der Schrotflinte schießt, bis da mal ein Pfeil ankommt, ist sie schon weg. Nein, nein, das sind ja zwei Tiere. Ja, ja, schon. Wenn wir gleichzeitig schießen. Auf 32 Meter. Ja, ich warte dann halt noch eine Sekunde, also kurz. Also ich glaube ja nicht, dass die andere das mitkriegt, wenn ich die eine jetzt schieße. Okay, die vordere ist jetzt bei was? Bei 25 ungefähr. Moment, ich guck nochmal. 20. Moment mal. Okay, die sehen uns. Jawohl! Perfekt, Junge! So hab ich das gemeint. Sehr, sehr gut. Alter, das war mal richtig Skill. Das war richtig genial. So hier, von wegen Fail. Wer macht hier wieder Fail-Count? Ja, ich glaube, die haben schon mal vorab die Trommel gerührt. So, da kann ich ruhig selber einsammeln. Das brauchen wir nicht unbedingt sehen. Ich sag Zufall. Silmenor sagt Respekt. Jawohl, das ist schon eher das, was wir hören wollen. Ja. Weidmanns Dank. Liebe Leute. Darauf ein Schluck des Lembergers. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen rumgeschossen, aber das macht nichts. Sollen wir Richtung See gehen oder sollen wir... Was machen wir denn jetzt? Ja. Wir können aber das Revier mal nochmal wechseln, wenn wir wollen, eigentlich. Ja, können wir auch noch machen. Ja. Sollen wir das machen, Jungs und Mädels? Ja komm, wir machen es einfach. Was fragen wir die überhaupt? Hi Deviants, cool that you can understand a little bit of German. If you have questions in English, I will answer to you in English. No problem there. And yes, Dark Hunter, sometimes you can take almost entire groups of turkeys. Also Dark Hunter schreibt hier, er schafft es manchmal von 8 Truthähnen 6 Stück zu erschießen, wahrscheinlich sogar mit der Schrotflinte. Also wenn er es richtig drauf hat, geht es auch. Ja, Phil, dann würde ich sagen, du startest mal ein neues Revier, oder? Ja, können wir machen. Und okay. Ich wechsle dann so lang auf den anderen Bildschirm. Mach noch mal ein bisschen Musik an. Okay, das Lied ist gerade ein bisschen komisch. Gucken wir mal, was da noch kommt. Aber das passt doch. Aber es gefällt mir nicht. Oh, die scheiß Taste. Machen wir es manuell. Nein. Nein. Oh yes, for the English people, we are just changing reserve.
Ja, der Haifisch. 2013 hat er krank viel gespielt, sagt er. Mittlerweile viel weniger. Ja, besser ist es. Lieber mehr aufnehmen, gell? Da kommt man weniger zum Spielen, mein Freund. So ist es nämlich. Boah, Defiance hat schon 50 Kills mit der neuen, dem neuen Vorderlader. Unfassbar. Quite amazing, Defiance. 50 Kills already. So, ich gehe mal kurz auf Toilette. Bis gleich. So Leute, also ich habe jetzt neues Spiel geladen, jetzt müssen wir nur noch auf Andi warten, also Pratze, also Joint. Und ich habe mich für Hirschwellen entschieden. Weil vorher gab es den Kommentar mit den Rothirschen und das hat mich irgendwie angefixt. Ich hätte jetzt irgendwie Bock auf Rothirschjagd mit dem Vorderlader. Ich zieh mich schon mal um. Sneaky 3D für. So, da bin ich Okay, wieder. Leute. Und ich Ich muss hab jetzt hier. mal. Ich habe hier so einen Rotfuchs gehört. Ich muss mal kurz noch was hier zeigen. Und zwar, liebe Freunde, schaut euch das mal Ja, das ist mir sogar zu schade, um es anzuziehen, ja. Ja, extrem stolz drauf, dass ich das bekommen habe. Das werde ich mir irgendwann mal aufhängen. Wollte es euch jetzt nur mal kurz zeigen, dass ich das hab. Also ihr seht schon, dieses Spiel hängt mir doch schon sehr nahe am Herzen. Und ja, ist mir leider zu groß. Aber macht nichts. So, Phil, du bist schon wieder auf dem Revier oder wie sieht es aus? Ja, ich habe schon geladen. Muss eigentlich nur joinen. So, dann wird man noch mal hier. Ja, es ist noch das alte Logo, das stimmt. Aber natürlich trotzdem sehr nice. Auf jeden Fall. So, ich bin jetzt hier gerade noch ein bisschen am Ausrüsten. Keine Panik. An dem unteren Zelt starten. Ja, genau.
Und los geht's. Ciao, DST Prim. So. Wer fragt was? Da kam einer rein, hat gefragt, ob jemand Call of Duty mag. Wie? Ja, ist ein relativ starkes Kontrastprogramm, sag ich mal, zu The Hunter. Aber eigentlich cool finde ich es trotzdem, warum nicht? Oh, Rothirsch! Also wir haben hier gerade alles. Wir haben hier einen Rothirsch, einen Rehbock und einen Fuchs am Start. Okay, lass mich mal ganz schnell hier umrüsten. Geht ja richtig ab hier. Gott. Ich ziehe hier mal die traditionelle Jägerklamotte an. So, Ausrüstung. Was soll ich denn mitnehmen? Hast du alle Caller? Ja. Dann nehme ich mal hier Geruchsspray mit. Ach, Rehbock brauchen wir kein Geruchsspray, oder? Keine Ahnung. Braucht ja kein Mensch. Wir müssen den jetzt auf jeden Fall leise erlegen, den Rehbock. Wo ist denn der Caller jetzt hier? Geh dazu mal kurz darüber. Ich nehme jetzt auch einfach mal die Caller mit. Kann ja nicht schaden. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. So müsste es eigentlich passen. Kann man eigentlich gerade so lassen, das Loadout. Yo. Was haben wir jetzt gehört? Ein Rothirsch? Oder muss ich die anderen... Und einen männlichen Rehbock. Also ein Rehbock. Okay, dann... Ja. Dann lade ich jetzt gerade mal mit Kaliber 50. Nein, darfst du nicht machen. Wir machen nämlich jetzt keinen Krach, weil wir wollen ja noch den Rothirsch erwischen. Ja, das stimmt. Ja, für den will ich es laden. Dann muss ich den anderen halt durchschießen. Oder hast du jetzt keinen Bogen am Start? Doch, ich habe einen am Start. Beziehungsweise, ich ziehe mich nochmal um. Ich finde die Kleidung, diese, Oh, er ruft wieder. Sehr schön. Da kommt der Bock. Ja, ich mach schnell. So, jetzt. Er ist gleich da. Okay, du nimmst den dann, ja? Mhm. Jawohl. War ein bisschen weit hinten angesetzt, glaube ich. Ja, der war gut. Jawohl, geht runter. Fett. Sehr schön. Habe ich ziemlich cool gefilmt, oder? Mhm. Da hinten ist er. Sieht man den schon? Nicht wirklich ein großer, aber... Sag mal, Position vom Windrad aus gesehen. Links davon? Links davon, ja. Weit links davon, oder? Ja, ich kann ihn kurz markieren. Ich sehe ihn. Boah, der ist echt relativ gut getarnt im Nebel. Ja. Ich hoffe, dass man da irgendwas sieht auf dem Stream, Leute. Ich denke schon, einigermaßen. Kennst du mich, sagt, oh Mann, jagen und im Stream zuschauen ist ätzend. Bin auf Red Feather Falls und höre immer nur Rothirsche. Tja, liebe Freunde. Ja, das ist ein Spießer, tatsächlich. Dann siehst du einen anderen als ich. Nein, das war, es bezog sich auf den Rehbock. Ach so, ja, der Rehbock, das war ganz klar. Wir wollen ja immer klein anfangen, ne? Wenn sie verstehen, was ich meine.
Haifisch sagt, man sieht mehr als ihr seht. Aber der wird langsam rechtzeitig sein. Aber Joker sagt ja schon, man sieht eigentlich alles. So, ich glaube, den. Hey, was springt da ab? Der springt ab? Was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist meine Kleidung doch nicht so Premium. Ich zieh nochmal um. Ich zieh's gleich an, was du anhast. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ich glaube, das, was ich anhab, ist nur bei der Gänsejagd so richtig gut. Schauen wir mal, ob wir den Fuchs hier noch anlocken können, den ich schon gehört habe, den Rotfuchs. Also seit es den Locator-Caller für den Truthahn gibt, denkt man manchmal, wäre eigentlich nice, wenn man noch andere Locator-Caller hätte. Ja, schon. Jetzt nehmen wir erstmal den Bock hier auf. Nicht, dass wir den hier liegen lassen. Ja. Ja, stimmt, Haifisch. Die Animation, die ist mir entgangen. Es gibt nämlich so eine Witter-Animation. Ist mir echt entgangen. Ja, ob wir da jetzt einen Trophy-Shot brauchen? Naja, komm, für den Stream. Hol mal noch deinen Bogen raus. Zack. Sehr schönes Bild. So, also komm, dann machen wir einfach weiter. Wo soll man denn hin? Was würdest du vorschlagen? Soll ich was mitnehmen, dass man eventuell Enten jagen kann? Gänse? Oder machen wir das? Ich habe da direkt ein Zelt, also falls wir da hingehen, dann können wir uns direkt dort auch ausrüsten. Okay, aber dann müsste ich eigentlich dann gucken, dass ich Camping-Supplies mitnehme, stimmt's? Ja, das ist doch ganz schön weit, ja. Mal gucken, ob's reinpasst. Ich glaub's aber nicht, weil das ist so blöd. Ich habe mir das große Pack gekauft. Nee, das passt nicht rein. Dann muss ja gut, vielleicht kannst du ja da Crawler-Out oder sowas einsparen. Hast du den Jackrabbit dabei für Füchse? Ja, ja. Passt immer noch nicht rein, was soll das? Ja gut, wir könnten jetzt aber auch zum Abschluss, weil ich meine, ja, sind wir da doch schon ein Weilchen on. Das Scope hier brauche ich ja gar nicht. Passt immer noch nicht, das ist echt zum Kotzen. Ja, immer noch nicht. Also echt, hey. Wie viel Platz braucht es? Du, sonst laufen wir da halt hoch. Was soll's? Ja, komm. So weit ist das jetzt auch nicht. Ist doch bescheuert hier. Dann nehme ich das Zeug wieder mit. Das wäre doch gelacht. So, okay, das passt. Nehmen wir noch ein paar Pfeilchen mit. So. Alles gut. Rockstar, hi. Willkommen. Fail 8, ja klar, Haifisch. Mach du mal einen Stream, mein Freund. Mach du mal einen Stream. Chatten kann er gut. Oh, er hat mal ein Flintenlaufgeschoss auf Enten geballert. Naja, wenn ich das jetzt nicht selber nicht auch schon gemacht hätte, würde ich jetzt herzhaft lachen. Ja, was ich mal gemacht habe, ich habe tatsächlich mit dem Luftgewehr auf den Bären geschossen. Hey, das John Meyer ist am Start. Servus. Nee, jetzt, oder? Ja, doch, der schreibt gerade. Hab schon ein bisschen Werbung für deinen Kanal gemacht. Lieber John. Wo
Obwohl ich jetzt gehört habe, dass du letzter Zeit relativ wenig The Hunter machst, aber vielleicht kann ich dich wieder ein bisschen inspirieren. Der Sound ist übrigens krass Ah, unter dem. das war die richtige Richtung. Gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Kommt bestimmt Wir gleich. haben einen Rotkirsch vor uns. Jawohl, und es ist eine neue Spur, das heißt, der könnte größer sein. Der ist aber verreckt, der Call. Ja, das macht nichts. Ja, John, ich habe jetzt in den letzten paar Tagen, glaube ich, insgesamt jetzt den vierten Stream. Allerdings waren die drei vorhergehenden auf Englisch. Also, der John sagt, es kommt auf jeden Fall wieder Hunter. Insofern war es gar nicht so falsch, den Link zu posten. Ja, John macht gerade eine sehr geile Aktion. Er guckt nämlich unseren Livestream. Richtig. Ja, who cares macht mittlerweile auch deutsche Videos. Er ist ja Schweizer. Und er ist ja ein absoluter Veteran. Ein absoluter Veteran von diesem Spiel. Deswegen richtig cool, dass er auch mal deutsche Videos bringt. Ist da links schon was? Da hinten ist er ja. Aha. Ja, der sieht auch schon deutlich besser aus. Ich hoffe, ihr Jawohl. könnt da was sehen. Also, das ist jetzt, glaube ich, schwierig zu erkennen. Ja, der ist gerade noch hinter so einem Busch. Aber Wow. der kann Ja, jetzt was. sehen sich. 111 Meter könnten wir theoretisch, aber ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir hier noch ein Tarnzelt aufstellen. Nö, müssen wir glaube ich nicht. Dann würde ich sogar glaube ich gerne mal mit dem Zielfernrohr nehmen. Wow, der hat was drauf. Also bei mir 145 bis 200, aber der sieht mir eigentlich stärker aus. Na gut, aber wenn es da steht. Gucken, was bei mir steht. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen. 120 bis 210, ja. Auf geht's. Soll ich schon schießen? Das müssen wir uns jetzt was ausdenken, weil der kommt jetzt auf uns zu direkt. Ja, aber ich glaube, ich kann ihn trotzdem ganz gut nehmen, so. Dann mache ich das mal, Sorry, oder? das. Sobald er anhält. Also, Score-Guess, also, den man jetzt mal schätzt, was der tatsächlich für eine Score hat. Ihr habt jetzt schon eine Eingrenzung hier. Ist wieder eröffnet. So, ich schieß, okay. Sobald er wieder anhält. Voraussetzung ist natürlich, dass Matze das jetzt nicht verkackt. Mal einen Trägerschuss Der machen. wittert oder was macht der? Yes! Zack. Von wegen verkacken hier. So, die ersten Sachen kommen hier rein. 182, sagt jemand. 193 fällt hier. Zweihunderteins, 200 höre ich. 205. 195. Ferki sagt 2 Euro. Aber guter Schuss. Ja klar. Ja, weil das doch klar ist. So, ich zeige es euch auch nochmal hier. Könnt ihr nochmal von der Nähe gucken. Ja, 250 ist ein bisschen hoch angesetzt. Da kannte, da gebe ich dir recht. That's a bit high, if you. Creamy Ja. Goodness fragt, Pratze, when is your next English stream? Also, wann ist mein nächster englischer Stream? Well, I cannot tell you exactly when that will be. I hope soon.
Hey Marcel, das kannst du mal ganz komplett hier vergessen mit der Paysafe-Karte. So, also sind wir Man kann es durch. ja mal probieren. Hat schon Vorher. jeder seinen Tipp abgegeben? So, Hat John ich. Meyer einen Tipp Ja, abgegeben? hat er. Oder hast 210 du? hat er gesagt. 210. 197 ist die Score. Paul hat 198. Ja, Paul. Paul hat's gemacht. Paul, ja. Ja, Ja, Gratulation, klar. Paul. Klar, John. Poste das. Das finde ich gut. Ich unterstütze das. Hau rein. Also, der John hat eine Spendenaktion am Laufen. Und da würde er jetzt den Link posten. Werde ich auf YouTube auch in die Kommentare reinhauen. Ist nämlich echt eine gute Sache. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr da mitmachen. Beziehungsweise auf YouTube muss ich noch gucken, ob man sowas, so einen Link posten darf, aber ich denke eigentlich schon. Was für ein Viech. Ja, wobei die Score ist jetzt nicht so brutal. Nee. Sah im Nebel sah der deutlich stärker aus. So. Also, da ist der Link. Macht's euch am besten in einem Fenster auf und guckt's euch nach dem Stream an. King Wall P, hallo. So, dann laufen wir mal weiter in Richtung, wo du deine Enten am Start hast, oder? Ich sag immer Enten. Gänse. Das ist eine absolute Premiumstelle. Ja? Schönes Trophäenbild. Ja, Sehe ich gerade hier so nebenher. und nochmal ganz kurz, es geht bei diesem Link um die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Also es ist echt ein guter Zweck. Einfach mal vorbeischauen. Ja, also der Paul hat's gemacht, oder? Also. Sehr gut geschätzt. Glückwunsch. And for the English viewers, that Facebook link is a special event. Charity Yeah, against cancer. charity event against cancer is initiated by John Myers LP. So I'm just helping to spread the link. Der Haifisch sagt, Premiumstelle, es gibt keine Stellen mit mehr oder weniger Gänse. Ne? Kleine Ja, ist ja Klugscheiße. schön, dass es hier Klugscheißer gibt, aber man kann natürlich auch Stellen nicht nur aufgrund von einer Menge an Gänsen, sage ich jetzt mal, als Premiumstelle bezeichnen, sondern einfach von der Lokalisation her. Sorry, wenn ich da gerade mal zurückscheiß. Es ist aber Du auch. hast deine Attrappen wahrscheinlich direkt im Wald stehen. Aber es stimmt natürlich, absolut. Also wenn man hier eine offene Fläche hat, natürlich, das mit dem Wald ist natürlich klar, es wird selbst im Haifisch einleuchten. Dann ist die Chance auf Gänse
natürlich flächendeckend gleich. Wir haben Rehspuren. Die Pratze-Boys haben Beef mit Haifisch. Nein, das ist nicht so. Also möchte ich aufs Gröbste dementieren. Ja. Sagt man das heutzutage, dass man Beef hat mit jemandem? Offensichtlich, ja. Alter, das ist so krass, ey. Fast 50 Leute im Stream, ey. Das ist unreal. Schon krass, ja. Wenn ich mir vorstelle, 50 Leute in dem Raum, wird gar nicht gehen. Nee, wird nicht gehen. Vor allem, wie es hier stinken wird, ey. Müssen wir Ja, wir müssen nur in den Garten gehen. Du hast ja nicht. Oh, Dein Haifisch Balkon sagt, würde auch I'm nicht drunk. reichen. Bitte? Weil auf dem Balkon würden die bei dir auch nicht passen. Ja. Tja, John, wir müssen echt mal wieder jagen, da hast recht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Dark Hunter, I cannot tell you how we do the double dot above the E, the U. That's a German letter. Ja, Forstel, da hast du recht. 50 Leute ohne Alena Promo sozusagen. Finde ich schon echt. Rotfuchs hier. Oh. Finde ich schon echt krass. Boah. Weil die Alena, die ist ja Community Managerin und die hat bei meinem letzten englischen Livestream den Link auf der offiziellen The Hunter Twitter gepostet. Das war echt richtig nice von ihr. Und da waren wir so zeitweise über 60 Leute und jetzt trotzdem über 50. Also eigentlich gibt sich das nicht viel. Okay, Rotfisch. Hast du einen Ruf gehört? Mhm. Ja, ist klar. Kann es sein, dass wenn du mich nicht hättest, würdest du heute nichts jagen? Ah, komm. Nein. Ja, ist ja klar, wenn Das ich, ist ein sag ich mal, Weibchen, wenn mein ich jetzt. Freund, das ist ein Weibchen. Nee. Ja, nee. Es ist gerade voll die Chat-Diskussion über den Buchstaben Ü. Auch sehr schön. Ja. Witzig, ich hab eine englische Tastatur und da gibt's keine Ü, Tatsache, kein Ä, kein Ö. Aber ich habe das ja im Gefühl, wo das sein müsste und deswegen geht's. So. Schön, dass es auch mal aufhört zu regnen. Ja. Ich würde sagen, wir stellen hier das Tarnzelt auf, auch wenn es jetzt nicht ganz zur Jahreszeit passt. Tada! Wie immer seine Arme. Das möchte ich echt mal Dann sehen. Da können zieht wir schön rankommen aus. lassen. Oh, der Winkel ist aber ganz schön grottig. Ja, nicht wohl. Nee. Oha, jetzt aber. Wie nah ist denn der? Also, wenn ich das hier richtig interpretiere, haben wir hier jetzt zwei männliche Tiere. Aber ich habe jetzt eine neue Spur aufgenommen. Oh, rechts, Andi. Links meine ich. Fail. Links. Oh, nice. Okay, komm, gehen wir doch ins da rein. Das passt. Sollen wir den mit einem Bogen? Ja, ich könnte den versuchen mit dem Parker Python.
Ja, aber das. Ansonsten. Das Zelt steht ganz schön bescheuert. Oh, da kommt ja noch was dahinter. Das ist ein Weibchen. Ich sehe müde aus. Ja, kann schon sein. Das kann schon sein. Also ich würde ihn jetzt schon gern mit dem Vorderlader nehmen. Bist du sicher, dass Nein, ich nehme ihn mit dem Bogen. Ich weiß nicht, es kann sein, dass noch einer kommt. Jawohl. Ja. Ja. Ich glaube, der war nicht so gut. Ja, der läuft immer noch. Der läuft noch ganz schön weit, ey. Na gut, wir werden es sehen. Körper. Körper, naja. Ah, schwieriger Winkel. Haifisch hat nur Internet bis 22.05 Uhr, darum ist es wohl Zeit, Tschüss zu sagen. Ciao. War sehr schön, dass du da warst. Ja, war echt witzig. Ciao, Haifisch. Hi, ciao, Fisch. Dev Jens, no, I'm using the crossbow. What is underpowered? Dev Jens is asking or telling that American friends say it's underpowered, also amerikanische Kollegen von ihm sagen, dass der Parker Python ein bisschen zu wenig Durchschlagskraft, Durchschlagskraft hat. Well, that's quite difficult to answer for me because I haven't shot any bow in real life. Also ich habe noch nie einen echten Bogen geschossen, deswegen habe ich da keine Ahnung. Wenn ich aber so verfolge. Ja, wobei man ja zum Beispiel, also. Oh, oh. Aha. Männlich. Ziemlich nah. Oh, den Caller habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Ich habe dafür auch keinen Caller. Oh je. Fail. Fail. Oh. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt so ran. Oh, da ist er schon. Wo? Direkt da. Oh ja. Den nehme ich jetzt ja, mit dem. Ja. Conical Bullet, ja? Jawohl. Boah, das sieht echt cool aus mit dem Qualm. Gucken, wie weit. Ah, er kam nicht weit. Sehr schön. Wow. Action hier, oder? Mhm. Wir bieten einiges hier für euch. Ja, nix Fail Count. Hier. Down ist die Sau. 56 Zuschauer, ich pack's nicht. Hast du die Spur von dem Rothirsch noch aktiv? Ja, also nachdem der eingesammelt ist, ist die wieder aktiv, ja. Wir können jetzt kurz dahin rennen, weil. Hast ja eh geschossen. Mal gespannt, ob das ein Lungen. Das ist wahrscheinlich nur eine Lunge. Ja, Schulterblatt und rechte Lunge. 797. Oh, jetzt haben wir vergessen zu fragen, aber den hat man auch nicht richtig gesehen. Ja, ist schwierig bei so einem. Ja. Ja, wobei, du hättest mir können. Ich hätte ihn zeigen können, aber es dauert ja immer so lang. Ja. Machst du noch ein Trophäenbild? Ah ja, warum nicht?
Also übrigens auch, Leute, ich bin nach wie vor einfach nur geplättet, auch generell, was das angeht auf YouTube und so, weil ich nie gedacht hätte, dass mit diesem Spiel so viele Leute sich interessieren dafür, was ich da mache auf YouTube und so. Also, da nochmal vielen Dank. Einen kleinen Moment, ich muss mal kurz mein Ladekabel holen, sonst verlässt mich jetzt gleich der Chat. Okay. Devian says, all Germans speak good English. Yeah, thanks. Most do. But there's still some people that are actually... Well, I mean, I think if they have to, they can communicate. But, yeah. Ja, Joker, mehr Videos auf Deutsch. Also das hat sich jetzt eigentlich nur so ein bisschen aus dem Ruder gelegt, wegen den Livestreams, die ich gemacht habe. Was die normalen Episoden angeht, da werde ich auf jeden Fall wieder nachholen, Deutsch. Okay, bin wieder am Saft. Okay, gut. Jetzt rauscht es aber gerade gewaltig. So, jetzt ist besser. Besser? Ja. Ich versuche jetzt gerade nochmal die Spur oder die nächste Spur zu finden von deinem Rothirsch. Kannst du eigentlich ruhig ein bisschen rumrennen, weil... Ja, ich glaube, ich weiß, wo die war. Oh! Ich höre was. Neuer. Wer wird sagen? Dann komm hier rüber zu mir. Dann locken wir ihn hier auf diese... Hast du denn auch gehört? Ja, ja. Ja, ist vielleicht besser. Leute, hier geht's richtig zur Sache. Kannst du vielleicht doch nochmal das Zelt aufstellen, ne? Ja, wenn ich's kann. Mhm. So können im Sinne von... Yeah, Devians, it's really nice that most Germans actually understand English. But Dark Hunter says that most Germans talk at English. I hope he doesn't include us. well. Warum sitzt du jetzt eigentlich noch neben dem Zelt, mein Freund? Weil ich es eigentlich immer vermeiden möchte, direkt im Zelt zu rufen, weil dann die Tiere nicht freizeitig ankommen. Ja, ich verstehe. Guck mal, ob dein Geruchsreduzierer noch am Start ist, weil meiner ist schon abgeklungen gewesen. Yes, Davians, totally right. On the forums generally, if non-native English is written on forums, they people really seem to not appreciate it and tell about the mistakes. Also, Devian sagt, es ist echt einfach nur cool, wie viele Leute Englisch einfach können, auch wenn es nicht deren Muttersprache ist. Und er findet es ein bisschen schade, dass auf manchen Foren dann doch so ein bisschen auf der Rechtschreibung rumgehackt wird. Wobei man eigentlich sagen müsste, hey, die Leute haben eine fremde Sprache gelernt. Ja, jetzt brauchen wir da nicht auch noch draufhauen, wenn die ein paar Rechtschreibfehler machen. Also das finde ich doch dann schon auch, da bin ich doch auch der Meinung. Kann ich mich nur anschließen. Oha! Ja, das ist natürlich... Schon wieder ein Männchen. Unser Fail holt uns ein. Scheiße. Aber lass, warte mal, ich markiere das mal. In unsere Richtung zieht. Ich markiere das mal so ungefähr. Von wegen ungefähr. Skill, Bro. Mhm. Ja, vielleicht können wir dann nachher mal nochmal abchecken, ob wir den nicht kriegen.
Also ich muss sagen, es macht richtig viel Spaß zu streamen mit euch. Und wir haben jetzt schon 306 Follower. Vielen, vielen Dank. Hammer. Ich bin ja gespannt, Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass wir unseren Channel eigentlich gemeinsam gemacht haben. Dass Bratze eigentlich nie, oder am Anfang nicht mit dir assoziiert wurde, zumindest bei uns. Ja, das war unser. Das haben wir es nochmal kurz erzählt. Ich glaube, du hast schon mehrfach erzählt, ja. Aber egal, erzähl wir es nochmal. Erzähl mal du. Ja, wir haben. Kommt er. Ruf mal nochmal. Bitte? Der kommt, aber der dreht ab. Wir haben ja früher Deer Hunter 2005 gezockt, und zwar bis zum Abwinken. Und da war. Also, muss man noch dazu sagen, in unserem Jugendzimmer, also wir hatten zu zweit ein Zimmer. Ja. Und einen PC zu zweit, ja. Genau. Ja, und da konnte man ja Charaktere erstellen und, oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Mhm. Das sieht gut aus. Nice. Und da konnte man Charaktere erstellen und dann konnte man denen natürlich auch Namen geben, so wie hier im Prinzip auch. Da haben wir halt einen Pratze genannt. Und dann haben wir ziemlich weit hochgelevelt. Und damals war ich so ein bisschen im Videoschnitt drin und Andi auch. Und da haben wir dann einfach zu Hause am eigenen PC ein kleines Filmchen zusammengeschnitten von Deer Hunter. Ja, stimmt, das weiß ich noch. Und das... Das war richtig gut. Aber das ist leider, wir haben dazu ein Lied verwendet, das man auf YouTube nicht veröffentlichen darf. Das ist sehr schade. War ein richtig geiles halt Video. Im Endeffekt hieß das Video... Bratzes Hunting Adventures. Ja, und den Charakter haben wir da im Prinzip rüber gerettet von. Wir waren halt immer noch mittendrin in Deer Hunter 2005, als ich dann der Hunter entdeckt habe. Und dann habe ich halt, als ich dann meinen Account erstellt habe, da habe ich das sofort Bratze genannt. Okay, mal kurz, was machen wir? Ich werde den nehmen und zwar ohne Zielfernrohr. Okay, dann nehme ich gleichzeitig das Weibchen, gehst du ein bisschen rechts, dann kann ich links von dir vorbeischießen. Okay. So gut? Ja. Okay. 3, 2, 1. Wahnsinn, ist einfach nur gigantisch. Boah, meiner rennt noch. Der kommt nicht weit. Hoffentlich habe ich die richtige Munition gehabt, aber ich glaube schon. Das würdest du gleich angezeigt bekommen, wenn ich... Ja, stimmt. Ich habe ein Level abbekommen, stattdessen. Aber das ist ein krasser Sound. Ja, ich hatte das Richtige drin, ja. Auf jeden Fall. Also, kannst du wieder einpacken. Ja, ist echt brutal. So, den kannst du einfach bestimmt abgreifen. So, was haben wir hier? Ja, Lunge, Herz, jawohl. Da liegt das schon. Okay, Leute. Scorkes ist wieder aktiviert. Jawohl. So, ich gehe mal nah ran. Hier. Und ihr habt ihn ja vorher auch schon schön betrachten können. Schauen wir mal kurz, Fairness halber, gibt es irgendwelche untypischen... Nee, glaube ich nicht. So, Freunde der Nacht. Siehst du eigentlich auch das Bild vom Livestream, Philipp? Ja, ja. Und sehe ich echt müde aus? Dafür ist es zu klein, warte mal. Ach, egal. 201, sagt der Brüllmücke. Kasima sagt 208. Joker sagt 200.
Silmenor sagt 188. Deviant sagt 203. John Mayers spielt Pineview Drive. Okay, der macht nachher wann? Um 23 Uhr war das, ne? Macht er seinen Livestream an. Also dann könnt ihr da auch vorbeischauen, weil bis dahin werden wir, glaube ich, auch durch sein. Machen wir dann aus. Ja. Ja, aber okay, die Leute gehen hier nicht wirklich gerne über die 200er Marke. Ja, kann ich aber doch durchaus verstehen. Kann ich durchaus verstehen. Schwierig, schwierig. Okay, gut, nimm mal auf. Oder willst du auch noch einen Tipp abgeben? Boah, das ist echt schwer. Ich würd sagen... Also ich sag jetzt einfach mal 187. Ich hätte 189 gesagt jetzt. Dann mach's doch. Okay. Wow, 197. Oh, okay. So, wer war da am nächsten dran? John Mayers 190. 203. 200. Ja, dran. Hier, Joker 200. Ja. Das war am nächsten, oder? Mhm. Ja. Nice. Der Joker hat's. Warte mal. Kona Bow, geil war 196. Hat der das echt gesagt? Ja! Kona Bow, oh, ja, klar! Da steht's. Ja. Jetzt sehe ich's erst. Ja, super, perfekt. Richtig guter Guess. So, jetzt konnte ich leider keinen Screenshot machen, weil ich auf den Chat geklickt habe. Ich Idiot. Egal. Egal. So, sollen wir noch nach der Sau gucken? Oder gehen wir na, weiter? Na, wir müssen jetzt erstmal noch den ja, den anderen Rothirsch, ja. Das stimmt. Oh Mann, wo war das? Ja, gehen wir nochmal zurück an die letzte Spur. Hier war auch ein Rothirsch. Der hier war's. Der ist zwar hier schon wieder sicher, warte, ich check's lieber mal auf Nummer sicher. Ja, sorry. Cannabow, das habe ich wirklich übersehen. Ja, das müsste der sein. Ja, das ist der. Da hast du mit dem Parker Python drauf geschossen, gell? Ja. Ja. Da können wir jetzt eigentlich ruhig jetzt ein bisschen beeilen. Ein bisschen Laufschritt ansetzen, Mensch. Hey, aber der läuft hier bei mir. Ah ja, hier. Okay. Aber der zieht in die andere Richtung. Das ist ein bisschen komisch. Ich hab hier eine Spur. Alles gut. Ah, okay, gut. Das ist auch immer sowas, wenn man zu zweit ist, ist das Tracking oder Spurensuche auch immer ein bisschen besser. Hier haben wir wieder Schweiß. Ah, super. Ich lasse mich jetzt von der Richtungsänderung mal nicht so ganz verwirren. Nee, lauf mal. Ist auch mal so eine Sache. Ja. Doch, aber es stimmt. Hier ist eine Spur. Ja. Da, wieder Schweiß. Diesmal hat es gestimmt. Da hinten ist ein Rothirsch. Gucken, was das ist. Ist aber ein Weibchen. Aber jetzt höre ich einen. Eine neue Spur. Neue Spur. Ja gut, dann nehmen wir den erstmal mit. Schalaraffenland. Genau da, wo die Sau vorher war. Ich komme mal zu dir, oder? Hast du einen guten Winkel auf den? Siehst du den schon? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich müsstest du da besser aufgestellt sein. Nee, ich glaube, wir müssen da auf die... Ja, scheiß Bäume hier. Komm mal zu dem großen Baum hier. Ja, ich würde tatsächlich hier noch ein bisschen weiter vorgehen, Andi.
Naja, da wo ich bin, also nach oben, oder? Dann kann man vielleicht abpassen von da, wo du gerufen hast. Der Dark Hunter erzählt übrigens gerade, oh, hier ist eine gute Stelle, komm mal zu mir, Füglin, das passt hier. Ich übersetze das mal, erzählt gerade seine Mutter, die schaut immer zu, wenn er jagt. Weil sie mag einfach die Spiele mehr, die so ein bisschen mehr wie dieses Spiel in Richtung Simulation gehen und nicht nur diese Ballerspiele. Deswegen guckt sie ihm da gern zu, weil sie sagt, sie findet auch die Geräuschkulisse ganz schön, wenn die Vögel so zwitschern und so. Also von dem her. Ja, was meinst du mit Entfernung? Könnte man sogar noch ein Zelt aufstellen oder eher nicht? Davinchen 88, you look very nice. Also, falls ich gemeint bin, Dankeschön. Fraggy 2. Jo, du bist ja dann noch dabei, wenn du am Handy weiter guckst. Ansonsten schönen Abend. Kasima sagt auch, manchmal er oder sie, weiß ich jetzt gar nicht, schaut einfach nur ein bisschen zu, beobachtet die Tiere und macht Fotos mit der Ingame-Kamera. Ja. Auch eine Sache. Ja, wie gesagt, man kann das Spiel echt sehr individuell spielen. Ja, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, der Hunter hat auf Twitter jetzt 4000 Follower erreicht und die haben da so eine Aktion gemacht. Das heißt, glaube ich, irgendwie The Hunter Art oder so, wo Leute also Screenshots einsenden können. Also auf Twitter einfach posten mit dem, ich glaube, wahrscheinlich mit einem Hashtag. Da kommt er. Kommt da? Etwas links hinter der Tanne. Ah ja, oh, bisschen klein, ha. Kann nicht viel. Soll ich den nehmen? Ja, aber dann machen wir das so, dass ich das schön filmen kann. Der geht aber weit links. So, wo bist denn du? Ja, kann ich. Ich muss mal hinter dich. Okay, jetzt kannst das ist echt brutal. Krass, gell? Haut voll rein. Gott, der ist ja mickrig, schreibt Ja, stimmt Silmenor. Ja, recht natürlich schon. hat er. Ja gut, es kann ja auch sein, dass du gemeint warst. Ich? Ja. Nee, wir lassen hier gar nichts laufen. Nee, nee. Aber John schon bestimmt Meyer sagt lassen wir laufen. 45, ja komm. Ach so, den habe ich jetzt schon aufgenommen, aber ich glaube, Ja, das macht wollten wir nichts. jetzt nicht. Nee, nee. 92, Ja. Herz, linke Lunge und Leber, also. Ja, doch ganz schön. Ganz schön Damage gemacht. So, haben wir die Spur? Ja, also da vorne Möchte den jetzt endlich mal finden. folgen Sie mir. Also hier ist übrigens auch eine Spur, gell? Ja, aber hier ist die Blutspur. Okay. Okay, der schweißt jetzt doch schon regelmäßig. Ich hoffe mal echt, dass der jetzt mal langsam hier
das Zeitliche segnet. Hey, cool, ich habe ein Rotbild Tracking Skill Level Up. Jetzt auf Level 8. Ich sehe davon übrigens was. Mhm. Das müsste die Kuh sein, ja. Ja, Kasima, dir auch viel Spaß noch. Tja, da haben sie alle so im 60er und 50er Bereich gewotet, aber... Ja, haben sie ja noch hart versagt. Ja, sorry, dass ich den gleich aufgenommen habe, boah, war jetzt nicht mit Absicht. Tja, wo ist da die nächste Spur jetzt? Apropos hart versagen. Müssen wir vielleicht doch ein bisschen rechts oben weiter gucken. Boah, ich hasse das immer, wenn die Folgespur nicht kommt. Ja, schade, dass er nicht da irgendwo im Tal liegt. Mhm. Wo man eigentlich relativ leicht sehen kann. Der Wienchen sagt danke dir auch. Moment. Ach so, noch viel Spaß, ja. Na, hier oben, guck du mal woanders, dass wir uns aufteilen. Also hier oben sieht's nicht gut aus. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen rumrennen, auch wenn es eigentlich scheiße ist. Nur um sicher zu gehen, dass hier unten nicht die nächste Spur ist. Ich hab hier was. Hast du was? Ja, aber da waren wir doch schon, oder? Mal ziehend. Mal gucken, ob da unten was geht. Boah, aber das mag ich jetzt gar nicht, den liegen zu lassen, eigentlich. Nee. Das ist schön. Wie viele Tiere haben wir eigentlich jetzt schon? Ganz schön viel, oder? Einiges weggeblastet. Mhm. Also das war die letzte Spur auf jeden Fall. Die aktuellste. Ah, ich hab hier was. Oh ja, da unten. Boah, das ist ja fies. Ja, Weibchen. Okay, lass uns mal jetzt normal weitergehen. Also ihr seht schon, die Spuren sind manchmal schon echt ganz schön tückisch. Fast halt, dass ich den Pratze mal rennen sehe. Ja, kommt auch mal vor. Kommt tatsächlich auch mal vor. Ja, goodbye, Dark Hunter. Ja, yeah, goodbye. Thanks for hanging in. Even though it was German. Wir streamen jetzt, glaube ich, schon ganz schön lang. Kann es sein? Ja, ich habe auch das Gefühl, ja. Aber es macht aber echt, echt Bock gerade. Habt ihr noch Lust, dass wir da jetzt noch ein bisschen auf Gänsejagd machen? Oder wie sieht's aus? So sieht die Kimme und Korn aus. Bleib auch mal stehen. Ja, das wurde gerade gefragt hier. Ah, okay. Ja, und jetzt wieder keine Spur, oder was? Da doch da vorne. Doch, ich hab eine. Hab's gerade gesehen. Ja, die Richtung stimmt ja schon mal, aber ich hab hier einen Pfeil. Allerdings kein Tier. Hm. Was, da liegt hängt ein Pfeil in der Luft? Oh ja, bei mir auch. Oh je. Also Leute. Hoffentlich wird es nicht wieder der komische Bug. Hier hat's Gänse. Cool.
Ja, ich habe dafür jetzt nicht die richtigen Waffen am Start. Ja, ich würde mal sagen, wir haben es hier mit einem Bug zu tun. Ja, jetzt komm, ein bisschen guck mal noch. Aber eine Gans kann ich doch mit einem Bogen schießen, oder? Ja, theoretisch schon. Eine Entfernung von 80 Metern dürfte das doch kein Problem sein. Oh ja, da vorne sind welche. Schlafen. Da vorne haben wir, glaube ich, unseren Rotus. Lebt er noch? Ja. Oh ja, das. Boah, ist er das? Ist er nicht ein Ich bisschen zu weiß es groß? nicht. Ja, aber ruf den mal ran. Dann strecke ich den mit dem Zehnpfünder. Also mit der Armbrust. 180 bis 270, ich glaube nicht, dass das der war. Was meint ihr? Müsste man ja sehen, also der müsste ja. Ne, der hat keinen Leuchtpfeil drin. Obwohl der Leuchtpfeil war ja weggebuggt. Also. Aber das ist der nicht. Der war kleiner. Ja, der war kleiner. Zehn Ender. Ja. Durchaus, durchaus. Vier Weibchen. Ciao, John. Mach's gut. Es war schön, dass du Jo hier kurz John, ich schick dir reingeguckt die Leute rüber dann nochmal. Also um 23 Uhr streamst du. Boah, da kommt einfach mal so eine Sau von rechts. hast. Zack. Schönen Tag auch. Hallo. Echt witzig, wir haben hier Gänse, Rothirsche Und eine Sau von rechts. und eine Sau von rechts nach links. Ziehend. War ganz schön stracks. Und dann über uns fliegen auch noch Gänse. Unser Wie zehn Zehnpfünder. Ender auf Deutsch. Ja, Pointer. Ja, wir wissen schon, wie das direkt übersetzt heißt. Aber es war halt einfach das, was der Phil gesagt hat. Zehn Pünder. Das bleibt jetzt einfach so. Tja, wir haben hier natürlich ein leichtes Standardproblem. Hast du deine Schrotflinte noch im Start? Ja, ich habe auch Slugs dabei. Ja, nix Lachs. Wegen den Gänsen meine ich jetzt. Ja, da habe ich aber keinen Kein. Birdshot dabei. Ja, sonst muss ich halt doch mal einen Long Range Shot machen. Soll ich mal die. Komm, zur Abwechslung einfach mal. Da ist schon noch eine andere Waffe dabei. Ja, ich habe die 857er Anschütz am Start. Ja, perfekt. Da kann man dann auch gleich mal testen, weil da wurden ja auch Änderungen vorgenommen, was die Ballistik betrifft. Gut, dann nehme ich den einfach, ja. Ja. Ja, ich warte, bis er anhält. Jetzt. So. Da fliegen die Okay. Enten. So, wie viel haben wir denn gestreckt? Es ging jetzt aber echt schnell irgendwie. Ja, da war es gerade einiges los. Warte mal, ich will die Ich hole Sprühe mal jetzt. kurz die, die da hinten liegt. Du kannst ja schon Ach, mal da hinten hast du auch das was andere, gestreckt. ja, das andere Weibchen einsammeln Hey, da hinten liegt und ein Bock. ja, ich sehe ihn. Juhu! Jawohl. Jetzt haben wir hier bald alles beieinander. Jawohl. So muss es sein. Warte, ich Dann gehen wir markiere jetzt den. Ich erstmal markiere darüber, den. oder? Ich markiere den. Nee, der liegt hier näher, denn das, was wir hier geschossen haben. Okay. So, die Jawohl. Leute. White man's hell, würde ich mal sagen.
Danke, liebe Leute. So, hier einfach. Ah, den hast du schon angeschossen. Rechte Lunge und dann habe ich noch ins Hinterbein. Das hat's rausgerissen. Ja, absolut. Aber wenigstens okay, lag. Okay, also. Wenigstens lag. Hier. Ja, Leute. Genau. Mach mal wieder hier. Oh, das wird schwierig, weil man sieht das Gewehr nicht im Ganzen, aber man hat mir ein bisschen beobachten können. Schwungi, vielen Dank. Klasse, klasse, klasse Video. Respekt. Naja, es ist ein Livestream, aber später wird es ein Video. Hast du schon recht. Vielen Dank. Ja, Fergi, den Fehler mache ich auch immer. Die Enten, das sind Gänse, mein lieber Freund. 160, 198, Leute, da müsst ihr höher gehen, glaube ich. Ja, verrat nicht zu viel. Doch, doch. Also ich wäre mir da nicht so sicher. Ich laufe noch ein bisschen drum rum, damit die sehen können, wie hoch der auch ist. Also von hinten. Das geht, ja, so sieht man es ganz gut. Also Kroni hat er schon. So, Defiance 160, Conabo 198, ja, der bleibt so in dem Dreh. Da hat er gute Erfahrungen gemacht. Asturi, hallo, willkommen. 189, sagt der. Die Brüllmücke 104. Paul 223. Wow, der lehnt sich aus dem Fenster. Der hat aber auch schon mal gewonnen. Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Davinchen sagt 200. Silmenor sagt 212. Kenneth sagt 203. Du sagst 226, ja, tatsächlich. Ja, sag ich jetzt einfach mal, ja, aber ich dachte wahrscheinlich falsch liegt. Okay. Eine ganze wäre noch drin gewesen, sagt der Fergi. Ja, womit denn? Mit dem Bogen oder was? Also wenn wir Birdshot dabei gehabt hätten, dann vielleicht, ja. Der LP-Master, also, nee, zuerst der Xrumplex, ja, der 201. LP-Master. LP-Master, wissen Sie, also per Sie sind wir ja jetzt nicht, ne? Wie viel das Spiel kostet, ja, das kommt ganz drauf an, also da gibt es ganz verschiedene. Ja, erstmal ist es ja for free. Ja, man kann es auf jeden Fall testen, frei, einfach auf Steam runterladen und dann kann man auf Loggers Point die Maultürhirsche bejagen. Also um das Spiel mal kennenzulernen, sollte man das machen. Also, dann nehmt ihr mal auf. Ja, Joker sagt 208 und Regimentstyp sagt 178. Alles klar, schauen wir mal. Boah, guter Schuss, oder? Rechte Lunge, Herz. 194. So, jetzt, Freunde. Der Conabo war wieder verdammt nah dran. Der war sogar richtig gut schon wieder, oder? 198, 189. Ja, der hat's wieder. Der hat's wieder, oder? Mhm. Krasser Scheiß. Krass. Oder nicht Paul? Schlecht, ja. Warte mal. Nee, Paul war way off. Ja, doch. Ja, ich auch. Conabo hat's. Nice. Richtig Respekt. Krass, ey. Richtig, richtig krass. Ja, machen wir mal so. Nice, nice. So, jetzt holen wir noch deinen Verschollenen. Oder war hier sonst noch irgendwas? Was da hinten noch was? Die Sau von rechts, aber sonst. Hast du die auch noch beschossen? Nein, nein. Nee. Ja, aber da müssen wir jetzt. Hallo. Achso, du läufst ja schon in die Richtung. Passt. Ich war gerade etwas orientierungslos. Ja. Jetzt hier noch ein angeschossenes Weibchen. Ich nehme mal ganz kurz deinen verlorenen Sohn auf.
Hast du das Weibchen noch mit Flintenlauf beschossen? Ja, ja. Ja, dann müsste es ja eigentlich. Dann müsste es eigentlich kein Problem sein. Ja, eigentlich. Eigentlich. Naja, gut, wenn das jetzt nicht gefunden wird, dann ist es jetzt nicht so tragisch. Aber bei dem Hirsch bin ich jetzt doch froh. Schulterblatt hast du erwischt. Das war klar. Ja, das war klar, ja. Oh, doch ein 194er schon wieder. Hey, das ist doch krass, oder? Mhm. Obwohl der total anders aussieht. Jetzt mal ehrlich. Das sieht wirklich ganz anders aus. Ja, so unterschiedlich kann das sein. Ja, kennst du mich? Viel Spaß dir auch noch. Scheiß Frühschicht, ja, das ist halt echt kacke, was? Naja, gut. Da sollte man schon schauen, dass man. Ja, mir geht's auch nicht besser. Hast du morgen auch Frühschicht? Ja. Komm, dann gehen wir jetzt noch schnell zu dem Zelt, wo deine Enten sind. Ja, ich hol noch kurz das Weibchen, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja? Dann joggen wir da einfach kurz hin und dann hauen wir da noch ein paar Gänse raus. Und dann war's das. Ja. So, jetzt werde ich nämlich da tatsächlich noch mal ein bisschen durch die Gegend joggen. Ja, die Schüler haben natürlich Ferien, ist natürlich klar. Also wir gehen jetzt da direkt hin, sonst wird's zu spät. Findest du nicht mehr? Nee, irgendwie nicht. Na egal. Vielleicht habe ich aber auch die falsche Spur, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, Kenneth, keine Enten, Gänse. Ich mache den Fehler selber dauernd, deswegen nicht so witzig. Aber das Einzige, was so fehlt, ist eigentlich ein Fuchs, oder? Ja. Ja, und Gänse halt, ja. Warte mal. Was ist da vorne? Ja. Rothirschweibchen, aber warte mal, vielleicht ist das das, was du angeschossen hast. Mit Slack kommt dir doch normalerweise nicht so weit. Naja, wenn du ein Bein erwischt hast. Mal gucken, ob der irgendwelche Anzeichen hat. Ja, ich glaube, die ist angeschossen. Ja, dann schieß. Jetzt rennt die nochmal. Ne, jetzt ist die down. Also ich meine, da war ein Einschussloch drauf, wobei eigentlich schon wieder kann es gar nicht sein, weil deine Einschusslöcher kann ich glaube ich gar nicht sehen, oder? Da habe ich jetzt noch nie so drauf geachtet. Naja, wir werden es sehen. Hallo Beck, Kasima. Ja. Welcome back. Ja, Ferien, also alle, die noch in dem Alter sind, genießt's wirklich. Schulzeit an sich, einfach. Es wird nicht besser, sage ich euch. Hast du gelesen, was Xrumplex gesagt hat? Also cool. Ich werfe jetzt mal so schätzungsweise für das Weibchen das Core 0 in den Raum.
Ach was. Das ist hier aber ganz schön aus dem Fenster gelegen. Ja, aber richtig. So, was haben wir denn hier? Nee. Leberschuss von mir. Was, es war nicht. Sonst die... nix. Nee. Egal, gehen wir weiter. Na gut, kriegen wir halt wieder einen Brief vom Doc. Ja, komm. Hier mit dem, Doc bin ich doch hier. Kumpel, ne? Knickknack. Ja. Komm einmal mit Slack. Hm? Was soll denn das? Ist ja eh nicht getroffen, oder? Nee. Oh, guck mal, da flüchtet was. Das war bestimmt eine Sau. Ah, sieht man schon nicht mehr. Ist auch egal. So, da vorne sind schon meine ganzen Attrappen. Ja. Ziemlich auf einem Haufen alles, gell? Ja. Ja, das passt schon. So, dann müsste ich erstmal nämlich dein Zelt bemühen. Und dann werde ich meine goldene 12GA rausholen, liebe Freunde. Ach, ist einfach herrlich. Bin so froh, dass ich da mitgemacht habe. So, das geht jetzt relativ schnell. Ja, machen wir noch die Ober-Unter dazu. Dann ist das eine runde Sache. Bei den Cornern. Okay, ich bin soweit. Boah, du bist aber voll schnell, ey. Zack. Ja. Zack. Zack. Bekleidung. Hast du auch gewechselt? Ich hab die Kleidung nicht für. Obst. Ja, jetzt zieh ich jetzt mal an. Auch einfach, um es euch zu zeigen, wie das aussieht. Tja, welche sind jetzt die Stiefel? Ich glaube, das hier. Ne, das ist Boone & Crockett. Wahrscheinlich die hier dann. Ja. Ich bin dann mal ganz kurz weg. Muss mal kurz auf Toilette. Du kannst ja schon mal, falls sich was bewegt, kannst du ja schon mal kommen. Oder so weitermachen. Mach ich das, ja. So, das brauchen wir alles nicht. Dann nehmen wir nämlich lieber noch die... Na, die 20GA mit. Tun wir die so lang erstmal noch hier rein. Rüstet man die mal aus. So. Schaut euch diese Knarre an, liebe Freunde. Magnetklaue. Servus. Sehen wir mal wieder den. Das Chat geht langsam hier richtig ab. Ja, also ja, schaut euch an in der Sonne. Diese Waffe ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich bin absolut verliebt in dieses Teil. So, und dann haben wir natürlich noch die 20GA semi-automatische Schrotflinte. So, dann schauen wir mal, was das Setup hier kann vom Phil. Ja,
Die ist wirklich hübsch, meine Knarre. Jetzt tut sich noch nicht so viel. Ja, was kann man dazu sagen? Also zu der Gänsejagd, man kann hier diese drei verschiedenen Attrappen, also das sieht man ja an der an der Pose. Die eine schaut gerade auf den Boden oder frisst gerade was vom Boden, die andere schaut so ganz normal. Und die dritte, was war denn da noch der Unterschied? So, da bin ich wieder. Servus. Es rauscht gewaltig. Ja, es ist irgendwie immer dann, wenn ich das Mikro mal ausgeschalten habe und dann wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Besser? Ja. Also das eine, ja, die dritte Version ist noch die mit dem Hals so ein bisschen zurück. Oh, jetzt kommen welche, ich höre was. Aha. Auf mich gewartet. Gutes Timing, ja. Hier direkt, ja. Also das, was wir jetzt machen, dass der eine mit diesem Fächer wedelt, genau. Und der andere callt, das soll ja die, ja, wie nennt man das? Das soll das noch verstärken. Genau, also ich habe den sogenannten Long Range Caller, also auf die große Distanz, solange die noch hochfliegen, benutzt man den aus Holz, den Caller. Jetzt mal gucken, hoffentlich kommen die jetzt irgendwie nichts. Gerade nicht, ne. Rotzfrech, ey, fliegen die einfach nur drüber. Kommt natürlich auch mal vor. Krass. Die wollten nicht. Aber ich sehe gerade, der Stream laggt gerade bei mir ein bisschen. Ich hoffe, da geht gleich wieder weiter. Ich würde auch mal sagen, wir schießen jetzt maximal noch so, also 2-3 Wellen, ja, und dann lassen wir es gut sein. Ja, ich sehe schon hier auch im Chat, thematisch driftet man leicht ab. Oh, ich höre wieder was, ja. Ich sehe noch nichts. Siehst du schon was? Nee. Ah, da. So, jetzt aber. Jawohl. Jawohl. So, und ab jetzt benutzt man im Prinzip diesen blauen, um die so nah wie möglich hier vorbeifliegen zu lassen. Okay, sollen wir loslegen? Ja. Jawohl. Jawohl. Yes. Okay. Ja, die kriegt man nicht mehr. Da ging ja mal einiges. Da fliegt noch eine. Kriegt man die? Nee. Nee. Wie viele waren das jetzt?
sagen 4. Ja, komm, wir gucken mal. Also du hast auf jeden Fall mindestens eine Doublette geschossen. Nimm du mal die vorne, ich nehm die hin. Boah, das ist sogar eine gute. Also die hat 2 Schüsse von dir und eine von mir. Die hat nur einen von mir. So macht man Trophy Shot. Also da habe ich ja echt einen Triple gemacht. So wie es aussieht. Wir haben insgesamt 5 Enten. Ja, die ich gerade aufgenommen habe, war auf jeden Fall von dir. Die ist jetzt von mir. So. Steht 2 zu 3 für mich. Weil ich die zweite von dir auch noch 2-mal getroffen habe. Ach so. Es kommen welche, komm schnell rein. Ja, ich bin schon da. Reinrennen. Bin schon da. Oh, sind ja nur 3 Stück, oder? Ja, die machen wir weg. Jetzt nehme ich mal die 20 GA. Ich nehme die F3. Wenn sie rauskommen. Na komm. Sieht nicht so aus, oder? Bis jetzt. Ah, jetzt. Doch. Ich eigentlich nachgeladen habe. Ja, so. Ich öffne das Feuer. Okay, ja. Drauf. Ah. Jawohl. Wunderschön. Alle 3 erwischt. Ich sag, dass wir uns die holen. Die können wir jetzt aber liegen lassen, oder? Ja. Boah, das macht gerade voll Spaß. So, habe ich alles nachgeladen? Ja, sieht gut aus. Also bei der 20 GA muss man darauf achten, dass man von der Distanz relativ nahe ist. Weil, ja, ist ein bisschen schwächer. Hätte aber fast ein Triple gemacht, ha? Mhm. Das Coole ist halt, du kannst halt echt 3-mal hintereinander voll schnell schießen. Weil die halt halbautomatisch ist. Für 3 ja. Schuss zumindest. Ja, wir können sie auch kurz einsammeln, dann ist es nicht so langweilig. Ja. Also, ich mache jetzt keine Trophy Shots, weil das sieht ja eh niemand. Nö. Ich sammle einfach ein. Ja, dann da steht es jetzt 4 zu 4. Oh. Ja, komm schnell rein, es geht trotzdem. Tja, lieber Magnetklaue. Kommt gerade nicht über die Waffe drüber. Ups. Die ist echt richtig genial. Ja, Wolle, ich hab's gesehen. Jawohl. Aber wir sind jetzt eigentlich schon fast am Abbrechen der Zelte. Du kannst aber ganz gerne den Link zu deinem YouTube-Channel posten. Also Andi, wie sieht's aus? Ich nehm links, du nimmst rechts. Ja. Oder andersrum, ich nehm rechts. Ja, ich nehm links, passt. Jawohl, ich hab alle erwischt. Ja, ich nicht. Oh, da kommen die nächsten. Jawohl. Und da kommt noch eine ganze Gruppe, vielleicht kriegt man noch welche rausgecallt.
Boah, jetzt regnet es hier auch noch los. Ich glaube, die haben bestimmt die Schüsse gehört. Ja, das heißt nicht, dass es nicht mehr geht. Wir können es trotzdem probieren. Bis. Ah, jawohl. Leute, ihr kriegt hier richtig was geboten. So wird es gemacht. Jetzt halten wir einfach rein, oder? Ja. Ja, voll. Yeah. Alter, da geht's richtig ab. Also, dann sammeln wir mal kurz ein. Also nochmal kurz zu Wolle, das lohnt sich glaube ich nicht mehr. Oh, Connection Issue, ja, ist wieder da. Weil wir jetzt nicht mehr so lang streamen. Aber nächstes Mal bist du natürlich herzlich willkommen und gerne deinen Kanal posten. Hier im Chat. Du machst ja auch hin und wieder The Hunter Let's Plays. Inglorious Gamers übrigens heißt es. Boah, 7782. Mhm. Gar nicht schlecht, ne? Gar nicht schlecht, ne? Ich könnte jetzt gar nicht den Chat lesen, weil hier was abging. Ja, jetzt geht's los hier. Muss ich aber sagen, also Gänse bzw. Entenjagd scheint sich für Livestream eigentlich ganz gut zu eignen. Ja klar, also Action ist auf jeden Fall geboten. Oder wie findet ihr das? Ich meine jetzt nur Gänsejagd oder Entenjagd ist natürlich auch nicht so. Nee, aber ganz generell meine ich jetzt. Mhm. Magnetklaue ist eine Sie, okay. Also, das verwundert. Was heißt verwundert? Ein Jagdspiel von Frauen gespielt. Hey, da sind übrigens welche. Links. Es gibt schon immer mehr Frauen, die das auch spielen, glaube ich. Und ja, nichts. Es gibt auch Jägerinnen. Ja, klar. Oh, da kommen auf jeden Fall einige. 6 Stück. Okay, Feuer frei. Oh, bei mir hängt jetzt eine in der Luft. Das ist natürlich ein bisschen doof. Naja. Vielleicht kriegt man sie eingesammelt. Die hängt bei mir auch in der Luft, ja. Oder wie war das nochmal draufschießen? Oder ne? Keine Ahnung. Sieht aber cool aus. Kommt da noch mehr? Da, na gut, die sind zu weit entfernt. Nee, warum? Versuchen wir's. Ja, natürlich ist das was ganz anderes, Magnetklaue, als durch die Gegend zu schleichen, aber die Frage ist, gefällt's euch oder habt ihr lieber das durch die Gegend geschleiche? Ich glaube, die Abwechslung ist da doch eher... Ja, es hängt immer noch in der Luft da oben. Ja, Kasima, da hast du recht. Jedenfalls besser als Call of Duty. Ja, was heißt besser? Es ist einfach was anderes. Ich finde... Call of Duty hat genauso seine Berechtigung, auf jeden Fall. Ist halt völlig anderes Genre. Ja, das war jetzt halt so ein Running Gag. Achso. Ja, der Geduldfaktor ist schon ganz wichtig bei dem Spiel, das stimmt echt. Das stimmt.
Ich habe übrigens deinen. Ich drück mal F3, mal gucken. Abschüsse. Magnet hat 16, Bratze hat 18 Abschüsse. Und gesichtet haben wir jeweils 25 und 24 Tiere. Das ist ganz, ja, schön, ganz schön heftig, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt einen Hänger mit deinem Long Range Caller. Warte mal, ich mach da mal. Ich geh da dann weg? Nee. Aber ist ja egal, weil das müssen ja die Zuschauer in dem Fall nicht ertragen. Ich meine, bevor du es jetzt ertragen musst, wir können auch einfach nochmal ganz schnell bei einem Entenzelt einsteigen, wenn du willst. Bei dir. Ja, können wir auch machen. Komm, machen wir das. Drei. Ja, machen wir die noch mit. Oh, die kommen so. Müssen wir nochmal callen. Die streichen gleich ein. Jetzt ist eh weg. Ah, echt? Witzig. War cool. Ja. Oh, landet. Eine ist gelandet. Bam! Kurzer Prozess, würde ich sagen. Ja. Das macht einfach richtig Fun. Oh, der Regen könnte jetzt mal ein bisschen aufhören. Ja, stimmt. Tja, wenn das der Haifisch jetzt sehen könnte, wie wir hier skillen ohne Ende. Mit Haifisch habe ich ja eine Episode aufgenommen zur Gänsejagd übrigens. War richtig cool. Hey komm, wir machen noch ganz kurz Entenjagd, oder? Dann haben wir alles. Ja, können wir machen. Komm. Spiel beenden. So. Dann zeige ich euch mal kurz hier die Statistik. Von der jetzigen Sitzung. Also ich habe 17 Abschüsse insgesamt. Ja, ich habe... Warte. Statistiken. So, pass auf. Also ich habe mit den beiden Schrotflinten jeweils 78,9 und 66,7 Treffergenauigkeit. Dann habe ich drei Abschüsse mit der Anschütz 8,57er. Mal wieder Musik an, so lang. Boah, warum geht es nicht? So. Und ja, drei Abschüsse, 100% Treffergenauigkeit. Mit dem Vorderlader habe ich immer noch 100%, also bei dem bin ich insgesamt immer noch auf 100%. Warte mal kurz. Joker meint, dass wenn es regnet, dass dann mehr Enten und Gänse kommen. Oh, das ist doch cool. Habe ich nicht beobachtet. Mhm. Kann ich nicht bestätigen. Hm. Also ich habe auf jeden Fall erlegt 20 Tiere. So, ich scroll ja, jetzt. 17. Ich scroll jetzt einfach mal durch. Also, das Server steht. Oder, ja. Kannst joinen. Ja, ich scroll noch. Jo. Also wir haben doch schon einiges zur Strecke gebracht, muss man sagen. Jo. Multiplayer-Spiel finden. Da steht jetzt aber immer noch Hirschfelden. Achso, da muss ich das nochmal neu machen.
Okay, hab's. Und los geht's hier. Deviants, he said, you got me hooked, what do you buy first, duck or goose decoys? The thing is, just check out the bundles. Bundles are very important with this, because you save a lot of money. Yeah. Okay, ich bin da, Phil. Okay. Lass mich geschwind ausrüsten, beziehungsweise Kleidung wechseln und die Caller. Mhm. Hier ist eigentlich auch eine ganz gute Stelle. Ja? Ja. Anscheinend gibt es ja keine guten und schlechten Stellen. Ach so. Ja, ist wohl echt so. Es gibt so ein paar Freaks, die haben da tatsächlich auch Stellen gefunden. So sieht das jetzt aus. Oh, ist die Kamera fest. So. Und ach, ich muss ja noch die Caller ändern. Ist voll krass, der hat es jetzt gar nicht gespeichert, dass ich eigentlich die ja, war bei mir genauso, ja. Komischerweise. Ja, da brauchen wir eigentlich nur die Aber zwei. Es regnet wieder, also. Ach so, ich muss jetzt sogar die Shotguns neu ausrüsten. Das hat er echt nicht gespeichert. Mhm. Echt krank. Das verstehe ich jetzt nicht so. So, aber ohne meine Vorderschaft-Repetierbüchse geht hier gar nichts. Ich mach's auch wieder jetzt so mit der Bewaffnung. Beziehungsweise, nee, komm, nehmen wir mal die Ober-Unter noch mit. Was soll's? Ich kann ja mal noch, ja, die Side-by-Side packe ich auch mal noch in den Rucksack. Oh, so viele Waffen hier. Wo ist sie denn? Hier, Premium natürlich. Zack. Ach, schön, wenn der Regen aufhört, ey. Ja, ist wirklich sehr schön. So, da ist er, der Junge. Und hier sehen wir jetzt, es sind auch wieder 24 Attrappen der Stockente. Ich finde hier diese Geräuschkulisse einfach genial. Ja, ist richtig genial. Das Plätschern. Ich glaub's hackt, Junge. Aber mein Stream hängt gerade. Hängt er bei euch auch? Nö, ich sehe alles hier richtig gut. Ich tue den mal refreshen, weil ich hänge mittlerweile sehr weit hinterher, glaube ich. Da hat gerade eine gerufen. Mhm. Oh, sind da nicht rechts irgendwo welche? Sonst könnten wir auch einfach einmal in die Luft schießen. Dann. Tja, damit die erstmal aufgescheucht werden. Wobei, wir können auch einfach warten. Magnetklaue sagt, die
Geräuschkulisse im gesamten Spiel ist äußerst authentisch und angenehm. Gefällt mir echt gut, ja, das muss man echt sagen. Also nicht nur die Geräuschkulisse, sondern eigentlich auch die Grafik. Also wenn man überlegt, dass das Spiel schon Ende 2008 erschienen ist, das ist schon echt Wahnsinn. Mhm. Asturi. Ja, schön, dass du da warst. Oh, da kommen welche. Da kommen welche. Schönen Abend dir noch. So, auch hier wieder haben wir einen Long Range. Oh, die kommen schon raus. Ja, da kommen wir hier raus. Übrigens, es ist so krass, wenn man direkt nach dem Gänsejagen Enten jagt. Die sind so schnell. Das ist echt brutal. Oh, ich muss meine Waffe noch nachladen. Okay. Okay, bereit? Ja. Jawohl. Na, ich bin leider mit meiner linken Hand verrutscht. Das heißt, ich habe nicht R nicht getroffen für Reload. Ja, macht doch nichts. Sollen wir noch warten oder die gleich einsammeln? Ja, wir können auch gleich die nehmen, die jetzt hier. Oh, da kommen welche, ja. Ach, die kommen, die streichen schon ein, oder was? Ja, ja. Okay, kann man. Ich habe hier nur ganz tolle Premium-Plätze. Oh, ich muss erst nachladen, die Ober-Unter. Macht aber nichts. Oh, das war schlecht von mir. Die sind zu weit. Das lohnt sich nicht. Ja. Okay, ah, das war schon hier ganz schön was weggeräumt. Deviance sagt, they make it look too easy. Also bei uns sieht's zu einfach aus. Naja. So schwer ist es wirklich nicht. Ja, so komm, wir sammeln mal ein. Nee, das, also ich war gerade richtig schlecht. So, mach mal wieder mal einen Trophy Shot. Ich glaube, da kommen wieder welche. Ja, kommen noch welche. Schnell zurück. Die landen schon, oder was? Ne, die fliegen noch drüber, oder? Jetzt kommen wir hier raus. Jetzt, ja. Ne, die fliehen. Ah, die haben uns gesehen. Die haben uns gesehen. Ja. Okay. Die haben uns, ja. Egal, weiter einsammeln. Hier haben wir noch einen Erpel. Du nimmst die da hinten alle, ne? Ja, ja. Ah, das macht einfach richtig viel Spaß. Oh, dieses Giftgrün wieder hier. Adrenalin 92 sagt, ein echt verdammt geiles Game. Muss mir auf jeden Fall Premium holen, damit ich mal richtig spielen kann. Ja, das, aber wie gesagt, ist echt gut, wenn man sich das erstmal in der Free-to-Play-Version anschaut, um einfach mal so ein Gefühl zu kriegen. Ich glaube, dass viele. Oh, es kommen wieder welche, oder? Ja, dieses Spiel oder dieses Spiel deshalb sich vielleicht nicht holen, weil sie. Ja, vielleicht Probleme haben, das richtig zu spielen. Ja, es hat schon eine ziemlich krasse Lernkurve, das Spiel, das stimmt. Ah, ich glaube, die haben uns bemerkt, oder? Mensch. Aber da kommen noch mehr. Ja, da kommen welche rein. Jawohl. So, Short Range Caller, um die hier herzubringen und dann. Ah, die sind so schnell, ey. Lass die noch einmal drehen. Dann nehme ich die links. Okay? Mhm.
Also ich habe meine alle erwischt. Ja, ich habe drei erwischt. Ja, dann haben wir alle. Ich glaube, es waren fünf. Ne, einer fliegt davon. Ja. Okay. Ja, war ganz okay. Ich kann einfach mit der Vorderschaft Repetierbüchse, komme ich einfach am besten klar. Das, da gibt's nix. Das sieht aber schon geil aus, mit dem gravierten Gold. Ja, natürlich. Kasima schreibt, es hilft, euch zuzuschauen und von euch zu lernen. Das freut uns natürlich. Ja klar, deswegen. Und aber im Endeffekt haben wir es auch nicht wirklich anders gemacht. Wir haben natürlich klar viel rumprobiert, hatten auch einige Erfahrungen von Deer Hunter 2005. Ja, nur aber das ja, konnte man nicht eins zu eins übertragen natürlich. Also das geht ein gutes Geduldsspiel, das konnte man übertragen. Also wenn man Deer Hunter gespielt hat, dann musste man auf jeden Fall schon mal Geduld aufbringen. Das war schon ganz hilfreich. Ich würde sogar sagen, man braucht fast mehr Geduld als bei The Hunter. Ja. Teilweise, also wenn man dann die großen Trophäen will. Ja, oder wenn man jetzt wirklich richtig Competitions macht, da brauchst du halt echt Zeit. Petrosa fragt, what is your favorite weapon to hunt mallard? And Fraggy sagt 12GA mit Scope. Nee, der meint, mag ich nicht. Also die Frage war, was ist die Lieblingswaffe, um Stockenten zu jagen? Und sagt der Fraggy, die Vorderschaftsrepetierbüchse mit dem Rotpunktvisier. Also ich mag es auch nicht so arg. Ich jag die lieber über... Also ich mag das Rotpunktvisier sehr, aber ich bejag Enten sehr gern ohne jegliche Visierung. Ja, der Joker sagt halt, die Erfahrung macht, sehr klar, logisch. Und das ist halt das Coole, ich meine, wenn du ein Spiel hast, du willst das Spiel wirklich... Oh, da kommen welche, Philly. Mhm. Rechts. Du willst das Spiel ja nicht nur irgendwie einen Monat lang spielen und dann hast du es ausgelutscht. Sondern du brauchst ja auch schon echt eine Lernkurve, vor allem bei so einem Spiel, das so tief geht einfach. Oh, die lecken gerade ganz schön. Na, jetzt geht's. Bei mir geht's. Ja, jetzt geht's wieder. Ach komm, da muss noch jetzt welche rauskommen. Ja, jetzt. Jawohl. Okay, jetzt können wir im Prinzip... Einer nimmt die eine Seite und einer die andere. Was soll ich nehmen? Sag einfach, ich nehme die rechts. Ja, okay. Du musst aber gleich schießen, ist das okay? Ja, mach. Ja, zwei. Ach, scheiße, meine Fliegen jetzt. Zu steil oder was? Jawohl, ich hab die eine noch gekriegt. Ist zu weit weg. Ja, hab jetzt nur eine erwischt. Naja. Ich sammle mal kurz. Schön, wie die immer fallen, gell? Oh, da kommen wieder welche. Da liegt zwar noch eine am Boden, ich weiß, aber ich komme erstmal zurück. Hoffentlich haben die mich nicht gesehen. Ja, man muss tatsächlich leicht vorhalten, wenn man ohne Visierung schießt. Also mit Visierung eigentlich auch. Könnte übrigens sein, dass doch noch welche rauskommen. Ich habe es teilweise schon echt bis richtig weit weg, dass sie noch kommen. Ja, aber sieht nicht so aus.
Also Ricky Man's Type fragt uns, welche Tiere wünscht ihr euch als nächstes? Also ich wäre für Enten. Was? Noch mehr Enten? Ja, also jetzt auch. Also jetzt gerade. Nein, der meint schon im Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht nach den Enten. Nein, ich meine, er meint bestimmt, so, was als nächstes entwickelt wird, ja. Also ich wäre mal für was ganz anderes, aber was genau? Schwierig. Keine Ahnung, es gibt ja diejenigen, die sagen, okay, man könnte zum Beispiel auf Rakrahu Bay, oder wie es heißt, Bayou, oder wie heißt es, ich weiß nicht mehr genau. Könnte man ja auch Krokodile sich vorstellen. Krokodile? Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Nee, aber ich hätte mal gern wieder irgendeine große Hirschart. Oder ja, sowas in die Richtung. Irgendein Huftier auf jeden Fall. Hätte ich echt gern, ja. Das fände ich gut. Wolf wäre zum Beispiel auch cool. Ja, wobei Wolf, das ist schon wieder so ein Tier, das ist eigentlich geschützt. In den meisten Teilen. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Message wäre. Ja, stimmt auch wieder. Da bin ich immer ein bisschen überfragt. Oder was heißt, ein bisschen Wildschafe oder Steinbock, schreibt Frostheld. Ja, Steinbock klingt cool. Finde ich auch krass immer. Muffelwild. Ja. Muffelwild, also das ist ja auch so eine Art Steinbock, oder? Bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt überfragt. So, ich weiß genau, wie aber Muffelwild. Aber Gänse finde ich zum Beispiel auch extrem. Ja, das wäre auch richtig geil. Pedrosa, send a hug for Fabe. Yes, I will. Also ich soll den Fabi von Pedrosa umarmen. Das werde ich natürlich tun. Kommt da? Schwungi sagt auch Dammwild. Ja, Dammwild wäre natürlich auch. Ja, wäre auch cool. Hammer cool, ja. Die haben ja so ein richtiges Schaufelgeweih. Schaufeln, ne? Ja, sieht richtig cool aus. Adrenalin sagt Steinbock. Ne, andersrum. Steinbock sagt Adrenalin. Ach so. Okay. Ja, cool, okay. Ja, man kann es in beide Richtungen sagen. So, jetzt haben wir gerade eine Flaute. Aber das ist auch normal. Mhm. Oh, der Joker wurde überlesen. Rentier findet der Joker gut. Ren wäre doch was. Ja, das finde ich auch. Rentiere wären auch cool. Wobei ich da sagen muss, ist es nicht so, dass Rentiere in so richtig wahnsinnig großen Herden vorkommen? Und ich glaube, da gibt es dann schon für das Spiel so ein paar Grenzen. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie Herden mit über, ich weiß nicht, wie viel hundert Tiere da in manchen Herden sind. Ich glaube, sowas wird man nicht sehen. Aber Rentier. Performance Killer. Ja, Rentier finde ich auf jeden Fall cool, ja. Also wenn wir jetzt gerade eine Flaute haben, ich muss ganz kurz auch noch weg, was zu trinken holen. Okay. So, wir warten einfach mal. Okay, bin wieder da. Rauscht's wieder, oder? Ja, rauscht wieder. Besser? Ja, hat sich normalisiert. Alles klar. War noch nichts los hier.
So, mir Joker war in Norwegen schon mal jagen. Oh, cool. Mir hat gerade jetzt der Wolfgang, der Wolle, geschrieben. Der kommt vielleicht noch kurz vorbei. Ich meine, der Ja. Livestream wird jetzt zwar nicht mehr lang dauern, aber der kommt vielleicht noch vorbei kurz. Waschbären. Waschbären, okay. Rudolf mit der roten Nase, ja, das wäre dann das Rentier. Ja, Rentiere sind hübsche Tiere, da stimme ich absolut zu. Ich habe zwar auch schon ein Jahr in Norwegen gelebt, aber Rentiere habe ich da noch nicht gesehen. Ich glaube, da war ich zu nah in Bumbi Oslo bringt. dran. Bisons bringt der Schwungi auf, oder was? Bumbi bringt Bisons ins Spiel. Okay. Wo wären die dann am ehesten? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo könnte man sich die Im vorstellen? Wilden Westen. Ja. Wo ist das dann? Naja, jetzt wird hier Nachtjagd aufgebracht. Nachts gibt es ja noch gar nicht in der Hunter. Also das müssten die erstmal entwickeln sozusagen. Hey, ich schieße jetzt hier mal rum. Was soll denn das? Bringt Warum es geht? was? Ich weiß nicht. Oder ich laufe mal hier eine Runde. Bringt manchmal was. Kann man halt irgendwo noch was vergessen aufzusammeln? Echt eine heftige Flaute hier. Mal einen Schuss Da absetzen. legt er los, ey. Ja, das bringt manchmal was. Es ist wahrscheinlich ein Bug, aber es bringt trotzdem manchmal was. Auer Hühner, was ist denn das? Ja, Achso, ja, Auerhahn. logisch, aber Auer Hähne, sag ich da eher. Ja, das wäre dann aber was für Hirschfelden, oder? Nee, Hemmeldal meine ich. Gibt auch Schneehühner. Schneehasen, das wäre eigentlich auch ganz easy. Ja, Schneehasen wären super easy, aber ob die in Skandinavien vorkommen, ich denke doch aber schon, oder? Ja, natürlich. Wie viele sind jetzt eigentlich noch online? Über 30. Also immer noch genug. Ich finde es echt der Hammer. Jetzt kommt was, es bringt tatsächlich was. Meinst du, dass das deshalb war? Ich weiß es nicht. Da hinten ziehen sie. Ja, aber die ziehen vorbei, oder was? Ja. Naja, wir werden jetzt sowieso jetzt dann demnächst aufhören. Wir haben es schon 23:32 Uhr. Und da Ich würde sagen, hier. wir machen das so, dass wir jetzt noch eine Welle abwarten. Ja, Wenn die dann da ist. wenn überhaupt was geht jetzt. Ja, da kommt schon noch was. Was schreibt sie hier? Forsthell schreibt, Raufußhühner würden gut passen, weil auch in den Alpen vorkommend. Aber haben wir ein Gebiet Alpen? Nee. Also Hemmeldal, weiß ich nicht, sind glaube ich nicht Alpen, oder? Nee, Skandinavien sind nicht Alpen. Das ist in den Mascarponen.
Tja. Was? Wegen Matratze oder wie? Wegen was? Gute Nacht, Magnet, glaube ich. Naja, das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Achso, ne, halt. Joker geht. Alles klar, ja. Ich versuche es natürlich auf YouTube hochzuladen. Sollte alles aufgezeichnet werden, müsste auch funktionieren. Also die letzten Male hat es geklappt. Hä, was geht hier ab? Voll die Flaute. Übelste Flaute. Mhm. Sollen wir uns noch ein paar Camping-Supplies schnappen und zu einem anderen Platz gehen? Ja, das können wir auch probieren. Komm, eine Welle. Ah, da kommen welche. Achtung, ich komme zurück. Manchmal muss man es nur androhen. Okay, ich fliege jetzt einfach über. Yes. Ja, aber nur zwei bis jetzt. Ich mach egal. Mal ein bisschen weiter. Ja, egal. Also welche du? Ich nehme rechts. Okay. Bam! Komm, die fickt genau zu uns rein. Fast, fast. Ja. Ja. Vielleicht kommen jetzt gleich noch welche. Pedroza asks, do you hunt pheasants? Also ob ich Fasane auch jage? Na, eher weniger. Fasane finde ich nicht so geil. Ach so, den Wortwitz mit Pratze im Bett praktisch jetzt mit Laptop. Ja, das macht natürlich Sinn. Macht aber noch keinen Wortwitz draus. Ja, Pratze auf der Matratze oder was? Verstehe ich jetzt. Ja, doch, verstehe ich. Ich bin sowieso so ein Flachwitz-Experte, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Viele wünschen sich auch Jungtiere, schreibt hier jemand, Regiments-Type. Ja, ja, gut. Das gab's, glaube ich, schon. Das kennen wir aus Deer Hunter 2005 bereits. Ja, stimmt, da gab's. Fand ich aber damals nicht unbedingt. Ja, war zwar nett, aber okay. Ja. Soll ich mir wieder antäuschen, dass ich hier rausgehe? Ja. Immer, hab ich hier nachgeladen? Ja, hab ich. Sammel mal ein hier. Ich droh jetzt mal richtig. Ich hol mir jetzt Camping Supplies. Ja, komm. Ja, diesmal müsste ich genug Platz haben. Ja, hab ich. Ja, hier liegt noch eine. Aha. Hab ich vergessen. Mal gucken, ob hier sonst schon was rumliegt. Ja, komm, sonst machen wir noch einmal Aufstellung am Zelt und sagen Tschüss den Leuten, weil ich glaube, jetzt haben wir auch echt mal genug. Mhm. Genug gemacht hier. So machen wir das. Stellen wir uns mal hier auf. Ja, gehen wir noch einen Schritt vor.
Ja, nicht so brutal. Höre ein Stück zu mir. Und dich ein Stück nach. Ja, so. So ist gut. So, da kann man mal den Unterschied sehen zwischen den beiden 12 GA Vorderschaft Repetierflinten. Ja. Ja, sieht man sehr gut. Schon ziemlich krass. Ja, wir bedanken uns super herzlich für die rege Beteiligung im Stream. Für alle, die mitgeschrieben, mitgevotet und mitgeraten haben, was die Scores anging. Es hat richtig mega Spaß gemacht. Und deswegen bleibt mir eigentlich nur wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you. Ciao. Ciao. Ich lasse jetzt noch ein bisschen Musik laufen, damit ihr euch gegenseitig noch im Chat verabschieden könnt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Können die uns jetzt noch hören? Ja, die hören uns noch. Ich lasse aber noch eine Minute lang laufen. Bleib einfach da, ich melde mich dann gleich. Ja, ciao ihr alle, war echt cool. Tschüss, tschüss. Yeah.